So. Junge, was ist das denn? Amigo, amigo, amigo. So, jetzt müssen wir aber live sein. Alter, ey. Wieder alles provisorisch hier. Ich wollte eigentlich von zu Hause aus streamen. Und dann Mahlzeit Raymond, du hast deinen Namen geändert. Hola. Hast du deinen Namen geändert oder was? Junge, was geht denn ab? Junge, hola, hola. Mahlzeit, ich hoffe, alles gut. Ey, ich musste gerade echt provisorisch gerade alles irgendwie ein bisschen hier umändern. Ich wollte eigentlich von zu Hause aus streamen, aber Download gut, Upload scheiße. Ich so, Alter, ich will nicht wissen, was die da alle... Ich will nicht wissen, was die da alle in der Bude machen, ey. Raymond, was geht, Junge? Hast du dich umgemeddelt? Junge, Propaganda-Beef, was geht ab? Ich... Oh, warte jetzt. Ja, die Box ist wieder nicht connected, ne? Ey, das gibt's nicht. Irgendwas stimmt mit meinem Handy nicht. Erneut den Urlaub im 7 Monate verlängert. Propaganda-Beef, ey, danke dir für deinen 7 Monate. Ey, warte mal, ich mach das nochmal neu. Ich weiß nicht wieso, aber meine... Guck, meine Box war an, da ich jetzt gerade eben schon mal verbunden war. Nichts funktioniert hier mehr, ey. Weder Handy noch sonst was. Warte, ich mach kurz Neustart hier. Warte, Box ist auf. So, warte. Neuer Name. Warte. So, ich sag mal neu. Muss ja Palaver machen. So. Propaganda-Biff hat erneut den Urlaub im 7 Monate verlängert. Kuss geht raus, mein Lieber. Dankeschön für dein Resub. Ey, leider gerade alles wieder ein bisschen provisorisch und später geworden, als es sein sollte. Aber, ja, ich wollte eigentlich von zu Hause aus streamen. Hab ja gerade eben schon mal gestartet, aber der Upload war so kacke. Oh, jetzt muss ich hier wieder raus, weißt du? Ich hatte eigentlich gerade was Geiles vorgehabt mit euch, aber... Jetzt musste ich eigentlich ganz schnell wieder raus und gucken und hier und dies und das. Ist alles ganz, 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 ganz traurig hier. Ich sage euch, oh, das ist noch grün, schnell rüber hier. Komm, scheiße. Schnell. So, okay. Danke dir, Propaganda-Beef, ne, für deinen 7. Monat. Kuss geht raus. So, und der Raymond hat einen neuen Namen. Das sieht doch besser aus. Sieht besser aus als Raymond. Finde ich. Ehrendude hat mir das Abo geschenkt. Das war. Warte mal, wer hat denn letztens hier eine Subbombe rausgeklatscht? Das war, glaube ich, der Kölsche Jung. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das war der Kölsche Jung. Aber das ist ja schon ein bisschen her. Oder hast du vergessen zu kündigen, Kappa? Die Abo-Falle ist da. Landcheck, Junge, was geht, Alter? Alles fit, du warst gerade eben schon mal hier. Ich habe mich so aufgeregt wieder. Ich wollte eigentlich schön von zu Hause aus streamen. Aber es hat leider nicht funktioniert. Landschick, wie geht's dir, mein Lieber? Was hast du für eine Schicht? Junge, hast du Nachtschicht wieder oder was? Oder Tagschicht? Hab selbst gekauft, also okay. Nicht vergessen zu kündigen. Ich mach das ja immer, ne? Ich abonniere, also auch meine Lieblingsstreamer abonniere ich, aber ich kündige dir das direkt wieder. Aber ich abonniere wieder, weißt du? Ich mach das immer, weil ich mag nicht, wenn mal irgendwas ist, weißt du, und keine Ahnung was, man verliert das Twitch-Passwort oder was weiß ich, irgendwie sowas. Abo, wenn ich nicht mehr rauskomme, weißt du? Deshalb kündige ich die immer direkt wieder. Obwohl ich ihn weiter abonniere, weißt du? Abo-Falle zugeschlagen, ja, ist so, ey, ist so. Scheiße. Aber danke dir auf jeden Fall, Kuss, danke schön für den Support, mein Lieber. Du bist ein Guter. Du bist eine Liebe. September, oh yeah. Der September. Ich bin mal gespannt, ob ich die 200 erreiche. Ich glaube nicht. Die 200 Subs. Das wäre einfach zu schön gewesen. 24 Stunden Outdoor-Stream. Oh yeah. Nachtschicht hast du. Ah, okay. Nachtschicht ist geil. Nachtschicht ist auf jeden Fall edel. Nachtschicht hat immer Spaß gemacht. Immer. Ist das hier von Monte die Garage oder was? Ja? Hm? Sieht fast so aus, oder? Sieht fast aus wie Montes Garage hier. Aber nur fast.
Was? Wenn man so einen Streamer statt nur 25 statt 26 streamt? 25 statt 26? Was meinst du? Tage oder was? Ach so, ja, wegen dem Dings, wegen der Diskussion letztens da im. Ja, gut, das, ich kann es nachvollziehen, ne? Das ist klar. Aber ja, was soll ich da machen? Was soll ich dazu jetzt sagen? Was? Das macht den Braten auch nicht fett, weißt du? Ich streame 80, 90 Stunden im Monat. Ne? Und da soll mal einer sagen, ich wäre faul oder sowas. Und wenn ich jetzt meine Woche ausfalle, wegen irgendwas, dann, ja, dann. Sorry Leute, ich bin krank, Stream fällt aus. Oh, ich kündige mein Abo, du bist nicht da. Kappa. Ach ja, so ist es. Aber ich weiß auch, wer das war, wer das geschrieben hat. Von daher, der ist mir sowieso Boogie. Du brauchst es auch, mag dich nicht mehr in die sehen, wenn es kein Urlaub ist. Oh, das ist sehr nett, Mann. Das ist, ich küsse deine Augen. Hola! ¿Qué tal? Ah, we are from Twitch Germany, you know? Okay. Verstanden. Cooler Typ. Ich nix spreche in Deutsch. Ich spreche Englisch mit dem und der sagt, ich nix spreche in Deutsch. Geil. Guter Typ, ey. Genau deshalb, ne? Ja. Und wenn du dann mal noch 79 Stunden streamst, ist das Abo weg. Oh je, die Drohung ist raus. Aber 80 Stunden sollten schon hin sein. Also ich bin immer überlegen, ne? Ohne Scheiß, mir neues Equipment anzuschaffen, ne? Ohne Scheiß. Ich hab's langsam in die Faxen dicke hier mit der Scheiße. Nächste Donation Goal. 1000 Euro. Kappa. 1000. Und dann geht's auch mal ein bisschen mit weniger Problemen los. Also die GoPro, die macht nur Stress. Man glaubt's nicht, ey. Junge, Bangkok 420, what's up, man? What's up? Welcome to. Oh, jetzt müsste ich gerne zoomen. Jetzt würde ich gerne zoomen. Nach Los Prados. Aus Los Prados. Hier, Garden City, hier. Guck hier, CBD, Garden City CBD. Cannabis Shop. Hier. Propaganda Beef. Ich hab deinen Laden gefunden. Jetzt weiß ich, was du machst. Kleiner Panda, was geht ab? Ich grüße dich. Ach so, und das mit der Werbung, ne, hatte ich hier übrigens erledigt. Ne? Ich habe hier bei Twitch irgendwie so ein Werbefenster offen gehabt. Und das hat mir irgendwie viermal, also es war so eingestellt, dass viermal Werbung kommt. Das habe ich jetzt ausgestellt. Das heißt, also kann sein, dass ihr am Anfang des Streams Werbung habt, aber dafür dann nicht mehr. Das war irgendwie an, ich habe es aber nicht angemacht. Ja, ich habe ja immer hier die letzten Tage irgendwas mit Werbung gehört. So, keine Ahnung, aber ich war da nicht dran. Ich habe da nichts dran gefummelt. Das müsste jetzt aber auf jeden Fall weg sein. Huhu! Huhu, Bangkok! Ich hoffe, dir geht's gut. Hier, Bangkok 420. Ne, da war gerade der gleiche Laden hier. CBD-Shop. Cannabis-Shop. Oh, sorry. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, zu Hause streamen. Ne? Schön mal gemütlich, aber ey, Junge, das Internet ist so schlecht. Eigentlich haben wir auch gutes Internet zu Hause, ne? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin mal kurz davor im Überlegen, das Passwort einfach mal zu ändern. Junge, ich glaube, da sind so viele drin. Auch die Nachbarschaft, habe ich das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, nein, ey. Manchmal lade ich da, also ich lade ja meine Streams immer runter. Manchmal dauert ein Stream 12 GB, was weiß ich, manchmal 3 Minuten und manchmal auch 30 Minuten. Junge, ey, weißt du, was die da treiben? Auf welchen Seiten die sich da rumtreiben? Die Schweine. Warum laufe ich überhaupt hier? Guck mal, da nebenan sind die ganzen Läden. Ah, warte. Kommen wir hier noch rüber? Ach komm, das ist ein Zebrastreifen. Komm, dann gehen wir mal rüber hier. Du kommst aus Gladbach, Junge. Ui. Und jetzt lebst du in Bangkok oder was? Oder bist du nur so Bangkok-Fan? Guckst du gerne so Bangkok-Streams oder was? In Gladbacher, das ist krass.
Hatten wir schon mal darüber gequatscht? Aber manchmal vergesse ich so Sachen. Oh, guck mal, hier ist ein DX Racer hier. Da sehe ich mich drin hier. Ich werde draußen rumlaufen, schön in den DX Racer, in diesem Kinderzimmer. Und dann streamen. Da sehe ich mich drin. 8 Jahre schon. Ich bin 14, ja. Ich muss mal abgucken. Wer macht das? 8 Jahre schon, Junge. Was machst du denn in Bangkok? Bist du da beruflich unterwegs oder was? Die Couch ist schön da. Vor 430. Oh, guck mal. Da hätte ich vertan. Vor 20 eigentlich. Aber vor 430 Euro eigentlich. Also Möbel, ne, ist schon okay hier in Spanien, muss ich sagen. Oh, Junge, Glas, ne? Ey, wer holt sich einen Glastisch? Na, für 440 Euro. Aber mit den Stühlen geht das aber. Aber Glastisch, da müssen wir umwischen. BKK, was geht ab? Da auch ein Bangkoker. Ein Bangkoker. Wie geht's dir? Alles fit? So, ich wollte eigentlich, wie gesagt, heute zu Hause sein. Oh, Junge! Vielen lieben Dank. Tommy 1 hat Bangkok unterstrich 420 in den Urlaub geschickt. Tommy 1 giftet at hier 1 sub du Bangkok unterstrich 420. This is the first gift sub in the channel. Dankeschön für dein erstes verschenktes Sub. BKK Tommy, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Kuss geht raus, mein Lieber. Und Dankeschön, dass du Bangkok 420 in den Urlaub geschickt hast. Kuss. Danke. Ehre. Oh, guck mal, Alter, ey. Ich sag ja immer wieder, hier ist einfach eine Werkstatt über den Häusern. Hast du hier deine Garage? Und dann hast du hier einfach eine Werkstatt runter, Alter. Wie gut, dass es hier keine Wintersaison gibt, weißt du? Dann würdest du ja im Winter, jetzt Oktober, die ganzen Elfen hören da oben. Scheiße. Ja, ich bin eigentlich aus Viersen. Ja, ist so richtig. Ich bin noch Viersch, noch jung. Gladbach habe ich mich eigentlich so gut wie gar nicht aufgehalten. Ich war wirklich immer nur Viersen, ne? Hier Viersen, Süchteln, Dülken, Breil. Ne, Gladbach habe ich eigentlich ganz wenig mit einer Mütze gehabt, so irgendwie. Und zum Einkaufen mal. Warte. Moment. Jetzt mal ganz ehrlich, ich finde, du bist wirklich sehr oft online, sehr viele andere Streamer nur ein- und zweimal die Woche. Und das ist genauso lang und die sitzen nur am PC. Und quatschen, aber bei dir gibt es immer was zu sehen und das nicht wenig. Das stimmt. Ja, ich versuche ja immer irgendwie was zu zeigen, so, ne? Ich versuche ja immer hier irgendwie mal was, ein bisschen Action reinzubringen, was hier alles gibt, ne? Aber, ja, lieber werden sich andere Sachen angeguckt. Aber es ist okay, ne? Ich kann damit leben. Oh, hier ein Peugeot. Oh, ein Speedfight. Oh, ist auch ein geiles Teil. Geil, der hat den Tankdeckel da unten drin, ey. Speedfight war auch ein cooles Ding. Ich habe mir damals auch mal einen Speedfight gekauft. Der war kaputt, den habe ich repariert. Habe den aber nicht repariert bekommen. Und habe den dann für 200 Euro verkauft. Und der Typ hat mir nachher gesagt, die Düse war nur falsch drin. Alter, hat er sich für 5 Euro eine neue Düse gekauft, ne, für die Spritze vor, im Vergaser. Und dann lief das Ding. Alter. Ich war froh, dass ich den so ein bisschen zum Laufen gekriegt habe. Ne? Und der hat einfach nur die Düse getauscht. Und ich habe den voll für wenig abgegeben. Da war ich nur zum Skaten früher, in Viersen, Alter. In Viersen wussten ja, wo hast du denn da geskatet? Wo gab's denn da? Warte, ich will mal überlegen, wenn jetzt schon ein bisschen 8 Jahre, also du bist ja bestimmt schon ewig nicht mehr in Viersen gewesen. Wo gibt's denn da eine Skatebahn? Wo kann man denn da skaten in Viersen, ey? Bin ich gerade mal überlegen. Also ich kenne auch viele Skater, aber Viersen, boah, eher Süchteln, oder? Glaube ich. Da war, glaube ich, eher eine Skatebahn. Aber was machst du jetzt da? Was hast du geschrieben? Vintage-Dealer, Shirts und sowas machst du jetzt? Oh, geil, Junge. Ey, ich will mal überlegen, ohne Scheiß. Ich habe ja keine Ahnung hier, ne? Aber du siehst ja hier diese ganzen Chinesen. Hier, ja, Dazong Alimentation, ne? Hier siehst du ja, ne? Ich weiß nicht, also ob die hier Vergünstigungen haben, weißt du? Mit China-Kram, so. Mit China-Import oder Asien-Import-Export. In Deutschland zahlt es ja eine Menge, ne? An Steuern und Zoll hast du nicht gesehen. Ich denke mal, hier ist das, glaube ich, nicht so, ne? Weil du hier in jeder Ecke so einen Asien-Shop hast. Das wäre mal interessant zu wissen, ne? Ob man hier irgendwie an den Sachen günstiger rankommt, sage ich mal so. Oder ob man hier auch diese Steuern hat oder so. Hier sind Dürken, Süchte, kommst du aus der Ecke? Ja, ey, BKK, Tommy, was ist denn los? Wo kommt ihr alle her?
Und dann hat er noch richtig geschrieben. Also, hä? Junge, wo seid ihr denn alle her? Leute, ich komme aus Viersen. Ich bin in Viersen geboren. Also in Viersen City bin ich geboren. Irgendwann habe ich mal in Dülken gewohnt. Aber ich bin in Viersen bin ich groß geworden. Boah, wie lange? 26 Jahre habe ich da gewohnt. Viersen Zentrum. Ich habe irgendwann in Rinkerstraße habe ich gewohnt. Dann irgendwann habe ich an der Lö gewohnt. Lö Center. Alte Lö Center. Nee, und danach bin ich Remigiusstraße bin ich hingezogen, genau. Lö Center, Remigiusstraße. Hallo, hola. Die winken alle. Heute wieder alle so fröhlich drauf hier. Am Randsberg, ist da nicht eine Bahn, das weiß ich. Randsberg, boah, ist da keine Skatebahn. Also wüsste ich jetzt nicht, ob da eine ist. Also die haben ja da am am Hohen Busch ist eine Skatebahn. Die ist doch ganz cool gemacht, so. Aber die kannst du auch mit den Skatebahnen hier nicht vergleichen, ne? Hier hast du ja wirklich Halfpipes und sowas, ne? So eine Spielbude. Kein Handy, keine Kameras, kein Funk, kein Alkohol. Junge, was ist denn hier los? Hier darfst du ja nichts. Darfst du hier überhaupt nichts. Fürhosen, genau. Fenlo, Junge, was? Fenlo. Fenlo hast du gewohnt? In der Ecke waren früher immer geile Scheunenfäden, ja, das stimmt. Stimmt, ey. In Viersen, Viersen gab es die, glaube ich, nicht, aber die gab es ja in Bosheim, Bosheim-Lind oder Losen. Und Lobberich war immer die Schlimmste, war immer der Meister Palaver. Junge, ist aber auch schon Ewigkeiten her, ey. Dann haben die vom Chaos-Team Dülken, die haben die, glaube ich, immer in Bosheim gemacht. Chaos-Team Dülken, das sind so Verrückte, die immer in Holland, in Renesse, da Party gemacht haben. Live-Feier, genau. Ja, ist krass, ey, dass hier so viele Viersener sind. Per Zug und dann in Viersen raus, okay? Aha, aha. Haben sie da irgendwas verkauft? Haben sie da irgendwas verkauft, was illegal ist? Ach, ja, krass, Alter, ey. Ja, ihr kommt hier rein und ihr kennt Viersen und kommt aus Fendo und hast du nicht gesehen? Das ist übel. Das ist zufällig. Das ist auf jeden Fall krass. Das ist auf jeden Fall übel. Positiv gesehen natürlich. Guck mal, die haben ja immer nur so scheiß Dinger zu verkaufen, ne? Anstatt die mal hier Dinger zu vermieten reinmachen. Ist hier nur so Dinger zu verkaufen. Hier 13.000 Euro eine Garage, Alter. Spinnen doch. Santander, eure größte Verbrecherbank, Junge. Junge, ich hab mich bei Santander, das war meine letzte Bank in Deutschland, Junge. Wegen den geringen Gebühren. Ich habe zwar echt nichts bezahlt, ne? Aber ich musste immer von Dülken nach Viersen tigern. Hier ist wieder so ein DX-Racer. Ich musste immer von Dülken nach Viersen latschen, um mir Geld abzuholen. Dann noch nicht mal in der Santander-Bank, sondern in der Commerzbank. Leifeier kam aus Kevela, okay. Ja, aber die aus Bosheim, die aus Dülken, die haben, glaube ich, das da in Bosheim geschmissen oder so. Die hat auf jeden Fall einen großen Teil dazu beigetragen. Das ist einfach ein Baumarkt. Das ist einfach ein Baumarkt. Das war mein erster und ein letzter Arbeit. Oh, warst du so lange da? Aber für die Verbrecherbank, der ist mal ohne Scheiß. War ich mega unzufrieden mit. Die Balle, die Sonne, ne? Die knallt wieder. Also es ist schon wieder ein anderes Level hier, ey. Die Sonne ist am Ballern. So. Ein Jahr, okay. VW Fabio, was geht? Schönen guten. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, whatever. Wie geht's dir, alles fit? Ich wollte eigentlich von zu Hause aus streamen, ne? Aber mein Internet zu Hause ist leider irgendwie am Abkacken. Deshalb muss ich mich jetzt irgendwie ganz schnell anziehen und rauslatschen, Mann. Das war sehr, sehr traurig hier. Was ist denn das hier? Fotograf? Hat er hier Preise stehen? Nee. Das ist nur so ein Souvenir. Souvenir-Shop.
Junge, wie geht's dir? Alles fit? Wie ist es? Wie ist die Lage? Für 800 Euro im Monat in Marbella? Ja, aber in Marbella würde ich jetzt nicht wohnen wollen. Das ist mit zu schickimicki. Was willst du da? Ne? Bist du so ein Wie soll ich sagen? Bist du so ein Deutsche Gabbana-Träger oder was? Weißt du, weil da, die Läden bestehen nur daraus, weißt du? Ist quasi das Düsseldorf von Spanien, kannst du sagen. Also mich würde da jetzt nichts hin bewegen. Da findest du für 800 Euro findest du ein Haus in Torrox, ein kleines bisschen abgelegen und hast 200 Quadratmeter. Weißt du? Das wäre nichts für mich, Marbella. Ist zwar schwer, ich mal schön hinzufahren, so von der Gegend her. Guck mal hier, haben die einfach hier, wenn du da nicht mit dem Auto reinfahren kannst. Oh, Junge, was steht denn hier, Junge? Was ist denn hier los? Ach, guck mal, für 2600 Euro bekommst du hier so ein Teil. Ey, so ein Ding wird schon optimal reichen, ne? Das hat der 125 Kubik. Das ist ein bisschen wenig, ne? Aber guck mal, das Ding ist neu. Das Ding ist neu für 2,6. Hey, Matthias, was geht ab? Vier sind süchtig in der Reithalle. warte ganz kurz. Wie sieht's aus mit deinem neuen WG? Warte, dazu sage ich jetzt was. Putzi gemacht. Moment. Ich muss gerade mal kurz alles nachlesen, ja? Ja, warte. Ich habe gerade selber nochmal. Manchmal scroll ich ja nochmal nach oben so. Und dann sehe ich das selber. Ich habe das gerade selber entdeckt, ohne dass du das geschrieben hast. Die WG-Bewohner, die sind noch da bis Sonntag. Und der eine, der eigentlich kommen wollte. Boah, so ein Teil wäre geil. So ein Ding wäre richtig übel. Der eine, der eigentlich die Wohnung nehmen wollte, der wollte sie nicht nehmen. Aber dafür kam gerade ein anderer heute. Der nimmt die. Und der zieht erst Sonntag ein. Und Sonntag müssen die raus. Also die Julia und Co. Und was war noch? Also die müssen raus und geputzt habe ich gestern nicht mehr. Nein, weil die haben geputzt, Gott sei Dank. Keine Ahnung, kenne ich nicht aus. Krass gut zu wissen, was wir dazu Freunde haben. Ja, das ist ein bisschen gehoben, aber sage ich mal so, ne? Also für mich wäre das jetzt nichts da, jetzt für 800 Euro da eine Bude zu mieten. Das ist schon teuer, ne? 800 Euro musst du hier erstmal verdienen, das ist auf jeden Fall auch nochmal, kommt auch nochmal dazu. 800 Euro musst du hier erstmal verdienen. Wenn du Pech hast, ne, und du hast einen normalen Vollzeitjob, ne, du gehst hier 40 Stunden die Woche arbeiten, verdienst du hier vielleicht 1000 Euro oder so, wenn du Glück hast. Oder 25er, ja, aber für längere Strecken, wenn ich mal nach Deutschland will, ich weiß nicht, und immer Stop and Go, ne, wenn ich jetzt dieses Trovo-Ding, ach Trovo sag ich, was ist denn Trovo nochmal, war nicht diese Liebes-App, wenn ich dann Glovo machen will, immer dieses Stop and Go, ich weiß nicht, 125 Kubik, was so gut ist, ey. Drei Arme Oschwald, die haben auch nicht gründlich geputzt, ne? Also das sieht trotzdem noch kacke aus. Die können das nicht, ey. Die machen einfach nur Wischiwaschi, weißt du, so peu à peu. Das ist das Problem. Die machen wirklich nur, ja. Ja, kennst du diesen Aufnehmer mit diesen Fransen dran, so, weißt du, wo du einfach nur alles hin und her schiebst? Mit so einem Ding putzen die, weißt du? Anstatt irgendwie mal so ein, wir haben ja auch diese flachen, ne, diese, die du so aufklappen kannst, weißt du, wo du so drückst, dann kannst du den so aufklappen. Und dafür ist der Wischmopp kaputt, ne? Und ich habe denen gesagt, so, nimm doch das Ding aus dem Badezimmer, das ist so ein riesen Aufnehmer, so ein kleiner Aufnehmer, den machst du nass, ne, und schmeißt den einfach da drüber und dann wischst du so das hin und her. Da hast du viel mehr von, als wie die das da machen, ne? Das ist wirklich Katastrophe, ey. Maka, wie ist die, Junge? Was geht ab, Junge? Kuss, was geht? Alles fit bei dir? Vor allem allein, ja, richtig, ja. Die sind ja zu zweit, ja, dann geht's, ne? Wenn die beide auch einen Job haben oder so, ne? Das ist alles wunderbar, aber 800 Euro, die kommen bei mir noch nicht mal rein.
Die lehnen mich dankend ab, wenn ich denen zeige, hier, was hast du denn für Einnahmen? Ja. Sag ich dann. Ich habe leider nicht das Privileg, irgendwelche Firmen besessen zu haben oder so, weißt du? Die mich ausgezahlt haben oder sonst was. Ich wollte eigentlich heute ein geiles Programm machen, habe mir was einfallen lassen und dann zu Hause das Internet hat nicht funktioniert. Ich ändere nachher einfach das Passwort. Ich denke mal, hat echt die ganze Nachbarschaft hat ein Passwort, hat das Passwort von dem WLAN. Guck mal, hier ist einfach so ein Mast kommen, weißt du, und hier. Hier geht's einfach hoch. Guck mal, wenn du jetzt hier mit dem Rollstuhl bist, hast du die Arschkarte. Ne, hier ist Ausgang. Ne, Eingang. Scheiße. Ah, hier kommst du hoch. Ah, guck mal hier. Ist aber auch kompliziert gemacht, ne? Was ist das denn hier für ein Kitschladen hier? Super Estrella. Estrella. Goldfiguren. Ach Junge, vielleicht hätte ich denn so einen Scheiß hier in den Schrank. Okay, die Eulen sind ja noch cool. Wer macht denn sowas? Was ist denn das hier? Was ist das hier, so ein Action oder was? Aber stehen auch keine Preise dran, ne? Also kann teuer werden. Wo ist die so? Boah, ich stehe leider nur mit der GoPro. Ich glaube, ich muss mein komplett neues Setup zulegen. Meine GoPro, die wird nicht mehr auf meinem anderen Setup erkannt. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung. Die GoPro, wenn ich die am Camlink anschließe, dann leuchtet die nicht auf. Und wenn ich da die Sony Alpha dran baller, leuchtet die auf. Hat die erst seit dem Release der 10. Und jetzt hättet ihr wahrscheinlich noch ein geileres Bild. Aber das funktioniert leider nicht, BKK. Ich streame mit der GoPro mit dem Handy ganz normal. Und im Server dazwischen. Das Bild ist aber nicht so toll, finde ich. Also, das geht eigentlich besser. Du filmst das zu Hause von meiner Oma. Gerade wegen dem Kitsch da oder was am Fenster? Um Gottes Willen. Das war aber auch so ein Chinese, ne? Das war so ein typischer China-Laden hier. Wo ich mich frage, wie die das machen, ey. In jeder Ecke hast du so einen China-Laden. Ganz, ganz schwierig. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hier bin, ne? Alter, guck mal, hier hinten fangen schon wieder die Berge an. Wir walken and walken. Wir walken uns einfach kaputt. Da kann wohl keine Preise waren, ne? Ich find so Möbel geil, wenn die gespiegelt sind, wenn die aus Spiegel sind. Also so Spiegelmöbel, weißt du? So aus so Spiegelglas, finde ich mega geil. Das finde ich edel. Ich habe mir gestern noch Wasser gekauft. Ich hätte es ja fast verpeilt, aber gestern musste ich mir noch Wasser holen. Warte, sind wir noch live? Boah, gerade hat wieder irgendwas gepiepst. Hat sich angehört wie die GoPro. Ah ne, wir sind noch live, okay. Gestern habe ich mir noch Wasser geholt, noch Milch. Und Junge, ist das denn hier so ein Obstladen hier oder was? Junge, was macht der? Der läuft auch von Bar zu Bar. Warte, ich lese jetzt gleich. Warte. Uno Sekundo. Wir wollen echt mal ein paar Stunden aus dem Burger King spielen. Kannst du billig Kaffee trinken und WLAN schinden? Warum nicht? Auch nicht anders als zu Hause. Nur, dass man benötigt wird, Bits zu spenden, um dich mit Huster und Rülps aus dem Lokal verweisen zu lassen. Ja, das machen wir mal. Machen wir demnächst auch mal. Wir setzen uns auch mal irgendwo hin. Dann werden wir auch mal ein bisschen was essen gehen. Wir haben ja damit mal angefangen, aber momentan habe ich halt die Probleme mit der Kamera etc. Weißt du? Das nervt. Weißt du? Ach scheiße, hier geht's rüber. Ne? Kamera ist kacke. Ne? Ich würd schon mit dem anderen Setup dahin gehen, wegen Funklöchern. Du kannst dich ja nur irgendwo hinsetzen, wo nicht unbedingt das Internet scheiße ist, weißt du? Das ist halt momentan echt mega Abfuck. Das nervt.
Genauso wie wenn ich jetzt da Lieferdings mache, da, weißt du? Dann will ich auf jeden Fall ein vernünftiges Setup haben, weißt du? Und nicht, ja, keine Ahnung, ständig hier mit Disconnect zu tun haben, weißt du, während der Fahrt. Während ich ausliefer, weißt du, vor allen Dingen. Da muss ich erst noch mal ein bisschen dran arbeiten hier. Und dann können wir das von mir aus gerne machen. Wichtig ist, dass ich auf jeden Fall erstmal den Job da kriege. Scheiße. Wenn du weißt, was ich meine, dann kann ich mir erstmal eine neue Kamera kaufen. Weil die GoPro, die kannst du echt vergessen. Ich werde mir auch keine GoPro mehr holen. Ich glaube, von dem GoPro-Trip bin ich weg. Kommst du aus Gladbach, oder? Ja, Macker-Wesi. Ich komme aus Viersen, bin ich. Aus Viersen bin ich. Also, Nachbarstadt von Mönchengladbach, das ist korrekt. Jetzt sag nicht, du bist auch da. Jetzt sag nicht, du kommst auch daher. Das wäre jetzt echt cringe, Junge, wenn die ganzen Teile noch jetzt hier aus der Ecke von Mönchengladbach kommen. Das wäre jetzt gerade echt komisch. Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen, Mann. VfL. 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 Hier der Pantoffelplace. Der Angler. Der kommt aus Dortmund und der ist Gladbach-Fan. Ist auch krass. Ja, krass, Macker, ey. Was ist denn los hier? Warum denn die ganzen Leute hier aus Mönchengladbach? Das ist echt krass. Also ich bin ja früher, also bevor ich jetzt hier angefangen habe aus Spanien zu streamen, habe ich ja sehr viel aus Viersen, aus Gladbach auch IRL gestreamt. Also meine Community kennt, glaube ich, Viersen auch in- und auswendig. Und das ist echt crazy. Und da hatte ich auch immer sehr viele mal aus Grefrath und ja, ich bin aus hier, ich bin aus Süchten und was weiß ich so, ne? Woher? Und ja, da waren auf jeden Fall sehr viele aus dem ganzen Umkreis hier drin. Das war auch schon ein bisschen beeindruckend, muss ich sagen. Was ist denn das hier? Boah, guck mal, wie kann man denn so einen Laden hier so aussehen lassen? Guck mal. Ist das ein offizieller Shop? Warum ist hier alles so durcheinander geworfen? Ich sag ja, die Spanier, ne? Die scheißen auf so vieles, ne? Der Schrank ist cool hier. Also ich sag ja, ne? Wenn die Spanier was verkaufen oder so, ne? Wenn die irgendwas verkaufen oder so, ne, die kacken auf das Bild, so, ne, die machen so ein Foto, das ist total scheiße. Oder wenn die Wohnungen verkaufen, ne, oder vermieten, die Bilder sind so grottenschlecht. So, als wenn die da einen Fick drauf geben, so, weißt du? Niederrheiner hier, ja, ist wirklich so, ey. Ist wirklich so. Ja, beste Fiat. Das ist echt krass, ne, dass hier viele... Vor allen Dingen zufällig, ne? Also, ich kann's ja nachvollziehen, wenn ihr hier aus Dings seid. So Dortmund oder sonst was. Aber jetzt sind hier voll die Gladbacher, Alter. Richtig crazy. Aber ich habe eben schon gesagt, ne, ich habe ja. Oh, sorry. Ich habe gerade ein bisschen ausgeholt. Ich habe eigentlich mit Mönchengladbach habe ich so eigentlich nichts am Hut gehabt. Ich war immer auf Viersen, Süchteln halt, ne? Dülken, Malmbreil, Kaldenkirchen. Ne? Ich war mehr immer so im Viersen unterwegs. Gladbach war ich echt ganz selten. Vielleicht mal zum Einkaufen oder so mal. Wenn irgendwas gebraucht hat. Wir kennen es 1000%. Welches Baujahr bist du denn, Maka, wenn ich dich fragen darf? Welches Baujahr bist du denn? Also ich kann dir ein bisschen was erzählen von mir. Ich bin in Viersen groß geworden auf der Rinkerstraße. Da habe ich 16 Jahre lang gelebt, bis sich meine Eltern getrennt haben. Dann habe ich auf der Löhe gewohnt. Und dann habe ich auf der Löhe gewohnt, ich weiß nicht wie lange, ich glaube bis 22 oder so, keine Ahnung was, oder 21. Und dann sind wir umgezogen nach, auch in Viersen. Auf, wie heißt die Straße jetzt, Mann? Wilhelmstraße, genau, bin ich an der Löhe. Auch an der Löhe, quasi in der Nähe von der Löhe. Baujahr 81, okay, also bist du nur drei Jahre älter als ich. Ich bin auf der Hauptschule Beberich gewesen. Beberich war meine Hauptschule. Und vorher war ich auf der Körnerschule in Viersen. So, ja, mehr Details kann ich jetzt so nicht sagen. Also wüsste ich jetzt nicht. Ich habe im Reifengroßhandel gearbeitet und habe Fotos gemacht.
nebenbei. Du arbeitest in Viersen in der Innenstadt, okay? Okay. Okay, ich kenne jetzt keinen, der in Viersen in der Innenstadt arbeitet. Aber bestimmt hat man dich mal gesehen oder so, ja. Darf ich jetzt nicht lügen, warte, 10 Jahre, also 10 Jahre habe ich jetzt nicht mehr in Viersen gewohnt. Die letzten 10 Jahre habe ich nicht mehr in Viersen gewohnt, da bin ich, habe ich die Stadt gewechselt. Und dann war ich auch nicht mehr so oft in Viersen unterwegs, aber wir kennen bestimmt die einen oder anderen zusammen, das kann gut sein, ja. Nee, alles gut, muss auch nicht, um Gottes Willen. Bloß nicht. Bloß nicht. Bloß nicht. Bloß nicht, bloß nicht. Überall zeige ich euch gleich eine ganz geile Allee. Pass auf, warte, wir gehen jetzt gleich links, dann gehen wir wieder links. Dann zeige ich euch gleich eine ganz geile Allee. So. Dann gehen wir nämlich gleich wieder langsam zurück. Liquid-Verkäufer. Ne, ich habe alles online bestellt. Ich habe alles online gekauft. Ich habe mein Equipment-Zeug habe ich immer online gekauft. Dann kommen hier alle rausgetüttelt. Junge, was war das denn? Junge, Osanor! Osanor, vielen lieben Dank für Ihren Raid, für Ihren Host. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Wie geht's dir? Wie war dein Stream? TTS für Kanalpunkte. Nee, das gibt's hier nicht. Das gibt es hier nicht. Alter, hier haben die Leute so viel Kanalpunkte. Hier haben die Leute so viel Kanalpunkte. Da wird hier nichts anderes mehr bestehen, außer ihr Quatsche. Die Kanalpunkte, da wird nie was mit passieren. Ihr könnt hier, wie gesagt, Urlaubstage sammeln. Ihr könnt hier Urlaubstage sammeln und die könnt ihr im Store gegen kostenlose Töne eintauschen. Das ist doch ein Deal. Habe ich alles neu gemacht. Boah, guck mal hier, der ganze Müll. Wenn das jetzt alles Pfand wäre, ne? Ich wäre reich. Ich wäre der reichste Mann aus Malaga hier. Direkt ab Mercadona da und ich würde dir alles da hinbringen. Was ich eigentlich los sagt, genau. Aber guck mal, aber wait, du hast so 80... gesammelte Urlaubstag. Ah, Raymond, du musst Dings machen. Du musst Ausrufezeichen, Rename, also Rename, Leerzeichen und dann deinen alten Namen da eintragen. Dann kriegst du deine Punkte gut geschrieben auf dein Konto. Alles top soweit. Ich hoffe bei dir auch. Alles okay. Ja, natürlich. Was hast du Schönes gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gestreamt? Was gab es bei dir Schönes zu sehen? Hast du gezockt? Hast du das Chatting gemacht? Warst du auch draußen unterwegs? Was ging ab? Ja, mach mal, Rename, Ausrufezeichen, Rename, dann dein alter Name. Genau, guck mal da, guck. Erfolgreich 58, jetzt hast du deine Punkte auch wieder. Sammelt mehr Kanalpunkte, irgendwann gibt es wieder ein Wochenende in Vollpension. Richtig. Könnt ihr aber immer noch buchen, ne? Könnt ihr immer noch buchen über GoPros. Aber mit Vollpension ist das ein bisschen doof, ne? In meinem WG-Zimmer, ja, ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Ich glaube, da oben ist der Damm. Guck mal, da oben ist, glaube ich, der Damm hinter hier, wo wir jetzt gerade sind. Da ist der Damm. Weil, komm mal da hin. Warte, komm, wir gehen mal rüber. Warte mal, komm. Vielleicht gibt es da irgendeinen anderen Weg nach oben. Das können wir mal gucken. Dann seht ihr mal den geilen Damm. Den geilen Darm. Jay Gamer, guck mal da, siehst du? Aha. Ne, einfach den alten Namen, wenn ihr mal einen hattet. Rename, Ausrufezeichen Rename, dann einen alten Namen reingeben. Und dann kommt auch die Punkte wieder zurück. So, guck mal, hier ist eine Amazon-Lockerbox. Gibt es die auch in Deutschland? Gibt es sowas auch in Deutschland? Hier kann man seine Amazon-Dinger abholen. Para. Ja, was muss ich machen hier? Boah, hier siehst du gar nichts, Alter. Du siehst hier überhaupt nichts. Wegen der Sonne. Clash Royale gezockt. Ah, cool. Wie lange streamst du schon, Osanor? Hier, Spritpreise, falls euch interessiert. Ist jetzt auch nicht wirklich günstig, ne? Aber wenn ihr es überhaupt lesen könnt hier. Wenn es nicht funkelt.
Längst vergangene Zeiten. Im DE sind die aber schwarz. Weil, ach so, okay. Ah, okay. Ja, stimmt. In Deutschland ist das ja DHL, ne? Das Gelbe. Stimmt. Krass. Wusste ich gar nicht. Also, ich weiß, es stimmt. Also, Amazon liefert ja aber normalerweise auch an diese DHL-Boxen, ne? Guck mal da hinten. Da ist der Damm. Vielleicht komm mal da auf der Seite rauf. Weil wenn ich jetzt da lang gehe, dann haben wir schlechten Empfang. Aber vielleicht kommen wir da einmal drauf und dann können wir gucken. Komm, wir versuchen das mal. Eigentlich wollte ich mit euch jetzt gleich hier wieder runtergehen, weil das ist nämlich diese geile Idee mit den ganzen Palmen und sowas. Junge, Ruhrreckers, was geht, alter Verwalter? Zu Lotto gegen Achim. Ich habe gesehen, dass du da Mod bist, ne? Aber ich habe auch nicht mehr reingeschrieben. Ich hatte gestern, ich bin gestern dann nach Hause gejumpt, schnell. Hab noch schnell was zu trinken besorgt. Ach, scheiße, jetzt ist er noch rot. Hab noch schnell was zu trinken besorgt und dann habe ich auch nicht mehr Hallo gesagt oder sonst was, ey. Ich war einfach nur noch raus. Aber gesehen, dass du da Mod bist. 1,54, okay, für E10. Dieses Jahr aber auch nur minimal, oder? Auch nur minimal. Sprit ist ja eigentlich fast genauso teuer momentan. Auch der Gaspreis ist hier voll hoch. Das ist echt eine Schweinerei, ne? Mit dem Tanken. Mit dem Tanken etc. Das hat echt eine... Alter Junge! Das hat schon eine Schweinerei. Ja, ich habe mal geguckt, so, den ich nicht folge, so. Und dann habe ich mal. Ist ja auch mal schön, mal wieder so kleine zu raiden oder so, ne? Haben wir ja früher auch immer oft gemacht. Müssen wir auch mal wieder ein bisschen dran halten. Auch mal wieder welche mit weniger Zuschauern. Junge, was ist denn das? Wer war das, Junge? Junge, Lanschig! Junge! Lanschig hat 10 Leute in den Urlaub geschickt. Lanschig, du geiles Stück. Du geiles Schuft, Junge! Ey, dankeschön für deine Geschenke-Subs. Für deine 10 gegifteten Subs. Junge, danke, danke, danke. Ey, Lanschig. Ja, an wem hast du alles geschenkt hier? Warte, DK Gamer, Madriles, geil, B-Cry, Croxvin, Gary K, geil. Kayoto, holy fuck. Und der Gutster. Ey, Junge, yeah. Invi. Okay, den kenne ich nicht. Die sind D145 heute, okay? Ey, 1000 Dank, Junge. Ehrenmann. Ja, der Landschick. Der Landschick, der ist immer. Ist immer hier, ne? Das ist ein Funskerl. Der Lunschig. Lunschig, Lunschig. Whatever. Danke dir. Ja, 1000 Dank, Mann, für deine Unterstützung. Oh, hier liegt ein Handy-Display. Wollt man nicht alles erfinden. Küss mich. Oh ja. Küss da gleich noch ein Bild von mir, wenn ich mich dusche. Ich muss mal was einführen hier, dass man für sowas was einlösen kann oder so, weißt du? Da ist mal für eine 10er Dono oder sowas, dass man zum Beispiel hier irgendwie Leute was fragt oder so. Das wäre geil, ne? Ich glaube, das machen wir mal. Aber guck mal, ich glaube, ich komme hier nicht hoch. Was ist denn das hier? Lanschik, ich kann dir ein paar Schuhe anbieten. Aber guck mal, hier geht's nicht hoch. Scheiße, Mann. Hier ist einfach nur eine Autobahn hier. Kacke. Ich habe gedacht, da kommt man da oben hoch, weißt du? Aber es geht nicht. Ist ganz, ganz traurig. Kleiner Panda, was ist los? Hätte ich das gewusst, hätte ich das Abo gestern gekündigt. Tja, Arschkarte. Guck mal, was hier alles für ein Scheiß liegt, ne? Ey, Schuhe, Säcke voller Erde. Hier, Rollen. Oh, weia. Aber scheiße, ey, da kommen wir nicht hoch. Mann, hier ist der trockene Fluss, guck. Hier ist übrigens der trockene Fluss. Da unten liegt einfach ein Käfig. Die Leute schmeißen hier alles runter, ne? Das ist echt crazy. Okay, aber so trocken ist der Fluss gar nicht. Hier ist Wasser. Sauhaufen, ja, Mann, ist wirklich so. Dahinter ist der Damm hier. Aber ich dachte mir, ich komme jetzt da irgendwie hoch, weißt du? Das wäre jetzt geil gewesen, wenn man da irgendwie jetzt hochspazieren könnte. Aber ich glaube, da ist kein Weg. Da geht kein Weg lang.
Hätte man das einmal kurz von oben angucken können, dann hätte man wieder runtergehen können. Mano, Mano. Egal, warte, wir gehen jetzt hier wieder. Da vorne gehen wir jetzt wieder rüber und zurück. Ich gehe mal schnell rüber hier. Kommt kein Auto gerade. Junge! Jelos, Junge! Landschicht hat Jelos in den Urlaub geschickt. Landschicht gibt hier ein Sub, du Jelos. Die Hälfte geben 12 Gift-Subs in the Channel. 12 Gift-Subs in the Channel. Junge, ey, danke Landschicht für dein Geschenke-Abo an Jelos. Vielen lieben Dank, Junge. Landschicht im maximalen Gönnermodus, ey. Ey, tausend Dank. Nicht, dass der 24er noch kommen muss, ey. Scheiße. Scheiße. Ein Aufräumsteam, ja, das können wir auch noch machen. Das können wir auch noch machen. Das machen wir auch noch. Aber dafür brauchst du eine Knipzange, ne? Hier so ein Ding. Weil ich mich jetzt immer bücken hier für das Zeug. Boah, ein Aufräumsteam, aber hier in den Ecken, Alter. Das wäre richtig fatal, Alter. Ich wäre, glaube ich, nur am Laufen. Ich wäre, glaube ich, nur zum Mülleimer. Ich würde, glaube ich, nur zum Mülleimer laufen. Aber das machen wir auf jeden Fall auch noch. Der Angelstream kommt noch. Der Aufräumstream kommt noch. Und ausliefern kommt auch noch. Hier, Essen ausliefern. Live und direkt. Danke, Lanschi, du Geiler. Ich sage, wenn du hier anfängst, in den Ecken hier alles aufzuräumen, ne? Junge, du hast eine Tüte voll, dann kommt die nächste Tüte. Dann kommt die nächste Tüte. Du bist ja nur noch am Laufen, wo das Zeug hinkommt. Aber am besten wäre sowas am Strand, weißt du, hier, wo die Steine sind. Dass man da zwischenläuft und dann da das Zeug aufsammelt. Das wäre geil. Direkt am Wasser, weißt du? Junge, Madness, was geht? Junge, was geht? Was geht? Madness, ich hoffe, dir geht's gut. Küsschen auf dein Schnüsschen. Kleiner Panda ist traurig. Kleiner Panda ist traurig, weil er keinen Sub gekriegt hat, denke ich mal. Das riecht voll. Das riecht man voll. Das riecht so lecker. So, gleich kommt die geile Allee hier. Pass auf, ich zeig euch die jetzt gleich. Die ist schick schön. Und hier ist einfach am Bolzplatz, Alter. Und arabische Musik. Oh Junge! Reim01D74 hat kleine Panda 01 in den Urlaub geschickt. Reim01D74 giftet et hier 1 sub du kleine Panda 01. Die Junge. Health given 5 Gift Subs in the Channel. In the Channel. Ey Raymond, Junge, danke schön für dein Geschenk, Sub an. Kleiner Panda. Guck mal, jetzt kann ein kleiner Panda wieder lachen. Guck, siehst du? Siehst du? Das geht doch nicht. Ja, ist echt unverschämt. Ist echt unverschämt. Du kannst den kleinen Panda doch nicht. Jetzt können wir hier schön doppelte. Die kann unter Ausrufezeichen Urlaubstage sehen und unter Ausrufezeichen Store könnt ihr die einlösen. Ja, zum Beispiel in Töne oder sowas. Das geht eigentlich ganz gut. Hier ist überall was los. Scheiße. Hier ist auch wieder so eine Alimentation hier. Mitten im Nix. Das geht doch nicht. Junge, K-Jack, was geht? Ich grüße dich. Ich grüße deine Augen. Hier, schon wieder. Tischdecken. Hier kann man Tischdecken kaufen. Junge, diese. 1,40 mal 2 Meter. Was kostet denn hier so ein Meter Tischdecke? Haben die immer draußen stehen, ne? Immer das Gleiche. Die haben immer Tischdecken draußen stehen. Guck mal hier oben, wie cringe. Das ist das Jesusbild. Das sieht aber echt mit Beleuchtung drin, weißt du? Junge, die lassen sich was einfallen hier. Die lassen sich was einfallen hier. Sonnenschein, auf zu den.
Das ist Musik, komm, ich geh mal dahin. Kommt die aus dem Auto oder kommt die da aus der Halle? Kommt die aus der Halle? Geschenkt bekommen, Junge? Hast du gemacht dafür? Was machen die? Ist das eine Komm, wir gucken mal. Wir gucken da mal rein. Geile Mucke. Ach, Tanzschule. Boah, so war laut, ey. Guck mal, die Kleine da. Hält sich die Ohren zu. Können mich jetzt mal zoomen, ne? Aber ihr seht nichts, ne? Yeah! Gehen die voll ab. Geile Partymucke. Ich hab nichts gemacht. Aber ja, kenne ich das Wort. Raymond, ich hab nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Kenne ich. Sag ich auch immer. Das sage ich auch immer. Ach, guck mal, hier kann man rein. Wir gehen einfach rein und filmen da mal rein. Komm, wir machen das. Wir gehen mal rein. Ach, ich muss Maske tragen, oder? Muss Maske tragen? Haben die Maske auf? Scheiße, Alter. Komm, wir gehen mal rein, dann halte ich mal die Kamera da rein. Warte. Aber es kommt da keine Mucke mehr. Komm, wir gehen mal rein. Wir gehen rein. Oh, es läuft da keine Musik mehr. Scheiße. Jetzt sind wir am Arsch. Wir warten erst, bis da Musik kommt wieder. Sonst traue ich mich das nicht. Kleiner Panda, gerne. So. Jetzt kommt da keine Musik, ne? Mann. Jetzt kommt da keine Musik. Ich gehe da erst rein, wenn da Musik läuft. Scheiße. Hoffentlich darf ich überhaupt rein. Aber die warten bestimmt jetzt. Die haben bestimmt jetzt hier. Die haben bestimmt jetzt hier Ende. Scheiße. Ach Mann, was ist denn das hier? Ist das eine Schule ist das hier, ey? Ich laufe hier in der Schule rum. Ach Mann, ich glaube, die haben gerade aus. Junge, gerade Feierabend da. Da habe ich der letzte Dance. Oh nee! Da läuft Mucke. Mach das Scheiße. Wir gehen nochmal zurück. Da läuft Mucke. Wenn man da überhaupt lang darf. So, warte. Hallo. So, wir gehen gucken, was da drin los ist. Einfach mal die Kamera reingehalten. Ich krieg gleich eine Anzeige im Arsch, weil ich auf dem Schulhof rumlaufe. Schreien sollst du. Ey, ihr habt doch Sounds. Ihr habt doch ein Bit-Soundboard. Hättet ihr machen können.
da reingehen und schreien, ja, das wäre natürlich auch geil. Aber dann habe ich ja wahrscheinlich Schulverbot. Dann darf ich meine Kinder hier irgendwann nicht mehr anmelden, das ist das Problem. Kannst du dir vorstellen, ich habe hier irgendwann Familie und so, dann will ich die hier anmelden. Ja, die sind doch der Typ, der hier reingeschrien hat. Bei der Musik, ja, das vertue ich da, die spanische Mucke, Alter, ist sehr gefährlich. Spanische Mucke ist sehr, sehr gefährlich, was sowas angeht. Ich mache mir aber keinen Kopf, wenn Musik so zu hören ist, also mich juckt das nicht. Mich juckt das nicht. Viele machen ja da so ein Temterem draus. Ich habe eben meinen Stream habe ich auch gestartet mit Mucke. Ganz normaler spanischer Mucke im Hintergrund, ganz leise. Das juckt mich nicht. Aushilfs-Server, genau. Einfach mitdancen mit meinen Hüften hier, wa? Oh, yeah, my hips don't lie, la 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 la. So. Ist auch noch eine Schule. Es geht hier noch weiter. Ach, shit, die Blut. My hips don't lie. Warte, ich bin mal kurz hier. Ach, Scheiße. Junge Zwiebel, was geht? Wir haben gerade eine Tanzschule besucht, ey. Ayuntamiento, oh, ist von der Stadt irgendwas. Und wir sind hier reingegangen. Wir sind hier gerade in der Schule reingetitscht. Ah, warte, jetzt gleich fängt die geile Allee an, hier vorne, pass auf. Hier vorne fängt gleich die mega geile Allee an. Wie geht's jetzt, Zwiebel? Alles fit? Mann, Partner, ach, das Jelos da, das dauert noch. Das dauert noch. Dazu musst du erstmal 100 Zuschauer im Durchschnitt haben, ansonsten wird das nichts, mein Junge. Aber, ich habe vor, hier demnächst Essen auszuliefern on-stream. Da machen wir in der Zeit, wo ich streame, liefern wir Essen aus. Für Glovo oder für Happy Box. Das ist demnächst mein Ziel hier. Schön, im Livestream zwei Fliegen mit einer Klappe. Das wird geil. Das wird echt geil. Da freue ich mich mega drauf. Ohne Scheiß. Und dann mal gucken. Wenn es dann heißt, hier ist ein Deutscher aus Spanien, der arbeitet im Stream. Und fährt für Uber Eats oder sowas. Das wäre geil, Alter. Das wäre wirklich, da habe ich richtig Bock drauf. Ohne Scheiß. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Hab gehört, dass das Iona-Schiff gleich ausläuft, okay? Ja, aber ich bin zu weit weg. Ich bin ja gar nicht mehr in Malaga direkt. Ich bin ja komplett weit außen rum. Da bin ich gerade nicht. Ich bin ja komplett gerade an der Allee hier. Warte, wir gehen jetzt gleich mal rüber. Ich bin komplett am anderen Ende des von Malaga. Da hinten ist der Staudamm. Da waren wir gerade vor. Vom Staudamm. Wir sind quasi komplett am anderen Ende von Malaga. Ja, aber da mache ich mir keinen Kopf drum. J-Los Partner. Das ist eine Physik für sich, glaube ich. Das ist eine Physik für sich. Mit Partnerschaft. Muss auf jeden Fall auch die Zuschauer halten und sowas, ne? Da mache ich mir keinen Kopf drum, Jung. Ich habe den Dings, den Durchschnitt, den habe ich ja schon lang. Ich bin, glaube ich, gerade wieder bei 84 gerutscht. Ich hatte, glaube ich, mal irgendwann 97 im Durchschnitt bei den ganzen Streams. Aber ja, das lohnt sich eh nicht, weißt du, du musst warten. Der erste Antrag wird eh abgelehnt, ne, weil irgendwas nicht stimmt und bla bla bla. Und deshalb mache ich mir da keinen Kopf. Deutscher aus Spanien, der auch noch arbeitet und nicht faulenz, genau. Allee, eine Straße, viele Bäume. Ja, das ist eine Allee. Ja, guck mal hier, aber hier sind keine Bäume, hier sind Palmen. Hier sind Palmen, mein Lieber. Wie war das Bewerbungsgespräch? Ich habe ja kein Bewerbungsgespräch gehabt, ich habe mich jetzt da angemeldet, ne? Also über Online-Dings, das geht ja alles nur online hier. Egal welchen Job du machen willst, ist alles nur online. Und das Problem ist halt, dass ich bin ja autonomo gemeldet hier.
Und da ich mich jetzt, da Glovo ja ein anderer Job ist, muss ich mich jetzt wieder autonom melden oder beziehungsweise eine Ummeldung machen, weißt du? Weil ich dann halt ausliefern möchte. Und das ist jetzt das Problem. Also ich muss jetzt wieder einen Termin machen beim Steuerberater, dies, das, bla 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 bla. Und dann könnte ich mich da anmelden. Das kann jetzt aber auch wieder ein paar Tage dauern, Wochen dauern, dies, das. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Prozess jetzt dauert. Aber da es sich ja um Arbeit geht, müsste das eigentlich schneller gehen als generell, so weißt du. Ist halt wie gesagt ein autonomer Job. Also du bist selbstständig, du kannst dir die Zeiten selber einteilen. Und da ich dann zwei Geldeinnahmequellen habe, es wird ja irgendwann auch drei oder vier werden, hoffe ich, muss man das immer neu anmelden. Bierkrüge. Palmen sind Bäume. Ja, Palmen sind Palmen, finde ich, oder? Sind Palmen Bäume? Ich weiß nicht. Ich dachte, Palmen sind Palmen. Ja, es sind Bäume. Ja, ich weiß es nicht. I don't know. Aber hier ist geil zu laufen hier, ne? Ist echt, hier laufen auch immer die Leute. Die joggen hier immer. Die joggen hier immer lang. Ist einfach nur wunderschön. Ja, ich denke auch mal, ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt wegen Corona so ist. Ob es jetzt wegen Corona so ist, dass das nur online ist. Im Prinzip ist es ja geil, aber es ist zum Beispiel verboten. Es ist verboten, jetzt irgendwo in eine Firma reinzugehen und zu fragen, hör mal, sucht da hier noch Leute, es ist verboten. Das darfst du hier nicht machen, also habe ich jetzt gehört. Ne? Also, normalerweise das, was du in Deutschland machst, was ist denn hier mit der passiert? Wenn du in Deutschland dich irgendwo bewirbst, dann guckst du ja mal in der Stadt rum und schaust dich ein bisschen um, links, rechts, in den Firmen, Industriegebieten und sowas, ne? Schreibst die Adressen auf und schreibst da einfach hin oder so, ne? Aber das ist alles online. Das ist, ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Ich habe eher Palmen aus Plastik, ne? Palmen aus Plastik. So. Wie gesagt, also ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ist halt Papiersparen, ne? Und die Bewerbung ist halt online immer aufrufbar, ne? In einem Ordner. Ich hatte ja auch ein kleines Geschäft gehabt in Deutschland, ey, wie viele E-Mails ich manchmal bekommen habe. So, ja, ich bin auf der Suche nach einer Ausbildung. Sag ich, ey, hör mal, ich bin Freiberufler, ey. Ich bin kein Meister oder so. Dann war aber ganz cool, weil so konnte man immer sehen, wie die heutzutage Bewerbungen schreiben, weißt du? Dann habe ich direkt ein Muster gehabt. Für meine Bewerbungen. Habe ich direkt immer eine geile Vorlage gehabt. Das war Trick 17. Die haben immer schön sich beworben online bei mir, weißt du, per E-Mail. Und ich hatte immer schöne Vorlagen gehabt. Ja, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Boah, guck mal, kleiner Panda ist auch schon 6.000, ne? Ist krass. War zweitens verboten, Interviews zu führen und alles. In meiner Ex-Firma haben sich die Personaler dann privat mit den Bewerbern im Meckes oder so getroffen fürs Gespräch. Ah, okay. Ach so, du durftest dich nicht in der Firma treffen, sondern außerhalb oder was, am Café oder so? Aha. Aber auch schwierig, oder? Aber finde ich cooler so. Also ich finde das lockerer, wenn man sich dann irgendwo anders... Also ich finde es persönlich, man ist bestimmt viel lockerer drauf, wenn man irgendwo sich trifft, ne? Und da das Gespräch macht. Ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass das gut läuft. Dass man wahrscheinlich nicht so verklemmt ist, so weißt du? Wenn man jetzt in so eine Firma reinkommt, ne? Und wenn du dann im Burger King bist und dann Kaffee kriegst und so, ne? Ist halt, glaube ich, ein bisschen lockerer, finde ich. Aber ich meine, ich bin ja generell auch immer locker drauf, ne? Also... Ich muss sagen, dass ich nie so einen verklemmten Eindruck gemacht habe. Und deshalb habe ich auch immer meine Jobs bekommen, die ich bekommen haben wollte, weißt du? Und ich bin ungelernt. Ich habe immer meine Jobs gekriegt, weil ich halt so bin, wie ich bin, ne? Und ich rede auch so, wie ich mit euch rede, in einem Bewerbungsgespräch. Und dann bin offen und ehrlich, ne? Und sage, was mir passt und was nicht, ne? Und was ich kann und was ich nicht kann. Und ich habe so immer meine Jobs bekommen, ne? War zwar über Zeitarbeitsfirma, aber ich habe dann trotzdem meine 2000 Euro verdient. Als ungelernte Kraft. War super. War verboten, okay? Ja, das stimmt, ey, das stimmt. Es gibt immer Wege, ne? Es gibt immer Mittel und Wege. Das ist wirklich...
Ich habe für alles Gesetze, aber auch für alles so Gesetze, die dann ausgehebelt werden, so nach dem Dreh, ne? Das ist genauso wie Steuern und so ein Scheiß. Es gibt immer irgendwie Steuern, aber es gibt irgendwie was, wo man das mit aushebeln kann, ne? Also, ich sag jetzt mal, du hast ein Einkommen von 20.000 Euro, dann zahlst du natürlich keine 50% Steuern oder so. Also die zahlst du normalerweise schon. Aber dann kann man ja sagen, ja, hol dir ein Haus oder bau dir irgendwas an und dann kannst du damit dann so und so viel Steuern sparen, weißt du, bla bla bla. Und was weiß ich, ne? Kannst dann da halt irgendwie investieren, sag ich mal so, ne? Wegelagerei, ja gut, das Steuern müssen schon sein. Steuern muss man schon bezahlen, das ist schon... Es ist schon, macht schon Sinn, ne? aber diese Doppel- und Dreifachbesteuerung in Deutschland, die verstehe ich manchmal nicht. Ne? Man kauft sich was, verkauft es dann und wenn du es verkauft hast, eventuell ja, musst du dann da wieder irgendwie, also wenn du das gewerblich machst, musst du da wieder Steuern draufpacken und hast du nicht gesehen, das ist wirklich krass. Jo, ja, Vater, vorne was geht ab. Und Torben, was geht, was geht, was geht? Bei McDonald's vor allem, wenn man das so isst. Wie mit dem Kumpel. Ja, man stimmt auch so. Und dann noch schön rülpsen. Schön forzen dabei. Oh ja. Die Gurke landet an der Scheibe. Die ist das, genau. Schön an der Decke. So, guck mal hier, Chef. Muss nicht sein. Ja, stimmt. Ey. Wir haben auch noch, da noch Kaffee und getrunken. Okay. Ja, kannst du dir vorstellen, die bestellen alle Kaffee so. Ne? Ja, ein Kaffee und so. Kaffee. Und dann komm ich, weißt du, mit dem Tablett. Mit dem Tablett-Burger. Zwei Big Macs, ein Milchshake. Und die Pommes schön in die Milchshake döppen, so. Ja, das stimmt, ey. Jailos, ja. Was ist denn mit dem Wort Curry? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Aber da war doch irgendwas, ne? Die hatten noch irgendwas gesagt. Ich hab mein TikTok, habe ich ja so gemacht. Ich habe einen TikTok hochgeladen mit dem Hashtag Curry, weil das wird ja verboten werden sollen, ne, in Deutschland. Und derzeit habe ich mir einfach mal ein Weißbrot gegönnt. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ausrufezeichen Social. Ich glaube, TikTok gibt es, glaube ich, gar keinen Link, ne? Ausrufezeichen TikTok gibt es, glaube ich, gar keinen Link. Muss ich mal einfügen. Nachher Arzt, was los, Torben? Was hast du? Ich hoffe, nichts Ernstes, Jung. Torben, ich hoffe, dir geht's gut. Mach mir keinen Blödsinn. Ich hoffe, dir geht's gut. Nur ein bisschen Hüsterli. Wie sagen die schwarze Löcher? Wow. Ja, das stimmt auch noch. Ne? Ach, das. Wo kommen die Leute alle her, die sich sowas einfallen lassen? Die sowas. Manche Sachen kann ich ja verstehen, ja? Aber, ja, keine Ahnung, es kommt immer mehr, ne? Es wird ja immer mehr in Deutschland. Da weißt du echt nicht mehr, was du sagen kannst, ey. Das ist echt Katastrophe. Wo ist die Linse? Fuß gebrochen! Oh nee, Junge! Ey, gute Besserung, Mann! Oh. Ey! Ich drücke drei. Ich mach so, ja? Ich habe noch nie was gebrochen gehabt, ey. Ich finde alleine schon der Gedanke. Der Gedanke, wenn sich Leute was brechen. Oh, Junge, ey, da kräuseln mir die Nackenhaare, ey. Ich habe noch nie was gebrochen gehabt. Ich soll auch nie so sein. Ey, auf jeden Fall gute Besserung, Junge. Ja, das stimmt so, J-Lost, ey. Das stimmt so. Die sind nicht ausgelastet, genau. Curry soll verboten werden, weil wie irgendwie zu koloniale Zeit irgendwie das Wort aus Indien in West übernommen. Ja, irgendwie sowas, genau. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her, ne? Das ist ein bisschen länger her, wo das rauskam. Ja, Schweinchen Dick, was geht ab? Ich grüße dich. Kuss. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe das Problem mit der Werbung gefixt, ne, Leute, übrigens. Ich erzähle es nochmal ganz kurz. Irgendwie habe ich bei Twitch, also ich weiß nicht, ob ich das war, keine Ahnung. Irgendwie habe ich da, Andy! Dankeschön für die 10 Bits. Ich hab irgendwie bei Twitch diesen Werbe, das ist irgendwie so ein ganz neues Werbeding. Oh Junge, was ist das? Die wollen mich nicht ausreden lassen, hör das? 30 unterstrich EWW hat das Prime-Ticket in 9 Monate gebucht. Yeah. Und mal wieder einen Monat rum. Oh yeah!
Ja, danke schön, Evo, für dein Supplement im neuen Monat. Es wird ein Junge, Evo. Es wird ein Junge. Kuss, Kuss. danke dir auf jeden Fall, ne? Kuss. Kuss, Fabi. Auf jeden Fall wollte ich sagen, das mit der Werbung hat sich gefixt. Junge! Andy, danke schön für die 10 Bits. Das war, glaube ich, mein Fehler. Ich habe irgendwie was eingestellt mit Werbung. Alle 15 Minuten irgendwas. Irgendwie habe ich da irgendwas auf Haken reingemacht. Das müsste jetzt eigentlich vorbei sein mit der Werbung hier. Das war ja wirklich Katastrophe. Ich habe ja hier nur noch gelesen, Werbung, Werbung, Werbung. Das habe ich ausgeschaltet. Dass er Bescheid ist, ne? Werbemanager, genau, ja. Alle 15 Minuten, ja, das hatte ich drin gehabt, aber ich habe das gar nicht gemacht. Also ich müsste es, ich habe irgendwie einen Haken reingemacht, wieder rausgemacht, aber irgendwie war die Werbung wieder drin. Jetzt müsstet ihr eigentlich werbungsfrei gucken. Also ich glaube, ihr habt nur noch Werbung, wenn ihr hier reinkommt oder so. Wie viel bist du da? Was meinst du? Was meinst du, Torben? Sollte mal richtig arbeiten und nicht im Sessel sitzen und schwarzen ausdenken, genau. Zigeunerschnitzel, genau, war ja auch noch irgendwie sowas, ja. Die USA hat nicht aus den Deutschen übernommen. Oh, war ja. Ja, bitte, bitte, Torben, bitte, 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 bitte. Gute Besserung auf jeden Fall, ey. So, warte. Nein, Currywurst war auch so. Weil man in Deutschland alles, was aus Indien kommt, mit Curry irgendwie sagt. Aber Curry ist eigentlich ein Gewürz, ne? Oder irgendwie ist ein Gericht, genau, irgendwie sowas. Und die haben sich darüber auch aufgeregt, dass man darüber Curry, über das Wort Curry, das war noch ganz neu. Es ist erst vor ein paar Wochen, ist das doch erst gewesen. Fahr davon. Oh, ja, Andy auch ganz schwierig, ja. Ja gut, aber das kann ich dann auch nachvollziehen, muss ich sagen. Ja, das ist dann schon wirklich eher ein bisschen blöd. Aber das Wort kommt ja auch aus einer Zeit, ne? Aus einer Zeit, wo man das gesagt hat, so, ne? Ach so, wie lange ich in Spanien bin. Ich bin seit Juli hier. Torben, ich bin seit Juli hier. Anfang Juli bin ich hier hingekommen. Seit Anfang Juli bin ich hier am Stüssel. Junge, Carsten, was geht? Was geht? Was geht? Currypulver verbieten, genau. Das wär's, ja. Das wär's doch, oder? Also manche Sachen kann ich ja noch nachvollziehen, aber es wird ja immer schlimmer, ey. Ich weiß ja auch nicht, wo die Leute herkommen, Alter, die sich da sowas ausdenken. Hauptsache Kartoffeln, genau, ja, die Deutschen sind ja alles Kartoffeln, ja. Das darf man sagen, genau. Und die Albaner sind Bohnen oder irgendwie sowas, war das doch. Vermisst oder was? Bleibst du da? Ja, ja, ich bin hier. Ich bin hier und bleibe da. Mein Job ist jetzt demnächst mit euch im Livestream Essen auszuliefern. Dann machen wir ja schön. Liefern wir schön das Essen aus. Guck mal, hier sind überall Orangen an den Bäumen hier, falls ihr noch nicht gesehen habt. Die werden immer dicker. Aber die werden nicht wirklich gelb, ne? Also die werden so leicht gelblich, wenn du Glück hast. Aber essen sollte man die nicht. Aber riechen tun sie gut. Riechen tun sie gut. Na doch, die werden hier ein bisschen gelb, hier. Da oben sieht man es. Aber die sollte man nicht essen. Würdest du sagen, besser als in Deutschland? Ja, auf jeden Fall. Ja, also beruflich ist das hier alles ein bisschen stressiger, ne? Also beruflich hier, ja, ist ein anderes Level, weil hier verdienst du auch definitiv weniger. Also hier in Andalusien, wo ich jetzt bin. Aber ja, vom Wetter her auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Bis Dezember kannst du hier noch im T-Shirt rumlaufen, ne? Und alleine schon deshalb lohnt sich das. Weil ich bin so ein Sonnenmensch, weißt du? Komm, wir gehen mal hier auf die Brücke drauf. Komm, wir gucken mal. Da vorne ist das Stadion CF. CF Malaga da vorne. Malaga dies, das. Malaga dies, das und ist das, genau. Malaga, genau. Spanien, Malaga, Andalusien.
Also noch streamen wir aus Malaga, irgendwann streamen wir aus Torrox, denke ich mal. Oder die Ecke, Vélez Malaga, ist ein bisschen weiter weg, so 20 Kilometer weiter weg. Guck mal, jetzt sind wir hier auf Palmenhöhe hier. Guck mal, sind das hier nochmal Datteln oder was? Was habt ihr nochmal gesagt? Die kann man jetzt hier pflücken. Riecht nach nix. Ich dachte, kann man essen. Sieht aus wie Oliven hier. Können wir jetzt schön auf die Autos werfen, Kappa. Die Qualität nicht viel höher als in Deutschland. Gar nicht, Andy, ey. Also ich habe nicht das Gefühl, also ich sag immer wieder, das sage ich auch sehr oft in meinem Stream, wenn in Deutschland Jugendliche vorbeikommen, ja? So, jetzt hier, wenn jetzt hier so eine Bande Jugendliche vorbeikommt, dann überlegst du dir, okay, gehst du lieber rüber oder nicht? Hier habe ich absolut nicht das Gefühl, ne? Also hier ist alles, keine Ahnung was. Also ich wurde hier noch nie angelabert oder so, irgendwie negativ oder so. Bis jetzt ist hier alles tippitoppi. Da vorne ist das Stadion vom CF Malaga, zweite Liga. Sag ich nicht in einem und Nougat-Schokolade ohne Schokolade. Das ist schwierig, Remy. Ja, es ist schwieriger hier zu leben, sage ich mal. So arbeitsmäßig ist das hier ein bisschen anders, ja. Also hier verdient man nicht viel, aber hier bist du halt nicht. Hier ist dieses, wie soll ich sagen, dieses Geld haben nicht so, weißt du? Also in Deutschland, wenn du in Deutschland 2000 Euro verdienst, ja, du bist Junggeselle, hast eine kleine Bude, was machst du mit der Kohle? Du legst aus. Du bist in einem Art Rausch, in einem Art Kaufrausch bist du. Ne, du legst dein Geld aus für, ach, ich brauche, dann könnt ihr mal ein Motorrad holen, dann könnte ich mir das noch holen, ach, ein neues Handy kann ich mir nächstes Jahr auch wieder holen. Ne, und das hast du hier nicht. Und glaub mir, das tut so gut. Ich habe meine ganze Bude, Andy. Ich habe alles in Deutschland zum Schrott gefahren. Also nicht alles, ein bisschen habe ich auch verkauft. Ne, aber ich habe alles weggeschmissen. Und es tat mir noch nicht mal weh, obwohl es eigentlich irgendwie doch so, weißt du, man denkt so, Alter, wie kannst du sowas wegschmeißen? Wollte auch keiner haben oder so, ne? Also weder geschenkt noch sonst was. Und jetzt hast du halt einfach diese Freiheit, ne? Ich verstehe jetzt mittlerweile die Leute, die so minimalistisch leben. So, weißt du, weil du bist einfach frei, wenn du nicht so viel Krempel hast, weißt du? Ja, aber die politische Situation ist hier in Spanien auch nicht gerade gut, Jay Lost. Politisch hier kannst du das ja auch jetzt gerade nicht so. Hier ist auch viel für den Arsch, sage ich jetzt mal so. Politisch kannst du das hier auch nicht vergleichen. Es ist überall Schrott. Ja, ey, Torben, mach das, ey. Mach das gerne. Also jetzt ist das perfekte Wetter, ne? Jetzt ist nicht zu heiß. Ne? Aber Sonne ist noch da. Abends ist es schön kühl. Wo ich angekommen bin, war es hier in der Nacht 27 Grad, ey. Boah. Und 40, 45 Grad Maximum. Was nicht schlimm ist, ja. Ja, man hat hier, ich sag mal so, Kriminalität hast du hier natürlich auch. Du hast hier halt sehr viel Armut, ne? Aber bevor die Leute anfangen zu klauen, hängen sie lieber hier in den Mülltonnen und kramen da rum, weißt du? Also, so hab ich das Gefühl. So, keine Ahnung. Also, das ist. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Man sagt natürlich, Andalusien ist krass, ne? Mit Diebstahl und so, aber ich glaube, Madrid und Co. ist, glaube ich, noch ein bisschen heftiger. Kanalpunkte für Wochen. Habt ihr immer noch, J-Loss? Hier, Ausrufezeichen Store. Ausrufezeichen Store. Da kannst du immer noch, glaube ich, ein Wochenende, einen Tag einlösen, glaube ich. Was ist denn hier los? Und wieso komme ich jetzt hier nicht rüber? Ah doch, ich komme rüber, pass auf. Warte. Ja. Komm, schneller, andele. Andele, andele. Junge, dieser. Guck mal hier. Was hat denn für ein Rasen hier, Alter?
die Wasserkühlung, ja. Der Rasen hat sich gerade richtig komisch angefühlt. Wie so ein Teppich. Der mir immer noch nicht folgt. Hey, los. Hau rein, Mann. Ich wünsche dir was. Folgt ihr doch oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Du hast ja sonst nie gestreamt. Oder einmal die Woche oder einmal im Monat gestreamt. Oh ne, jetzt wird doch noch rot hier. Scheiße. Ach, stell doch so rein, Mann. Ich wünsche dir was, ey. Mach keinen Unsinn. So. Sollen wir uns mal wieder auf Richtung Hafen, würde ich sagen. Wenn ihr euch die wunderschönen Autos hier anzieht. Kein Geld momentan, auch für September Daily und so. September warst du täglich online oder was? Aber von zu Hause dann oder was? Machst dann von zu Hause aus online? Ja, IRL ist teuer, ne? Das rechnet sich. Verstehen die wenigsten, dass das teuerste Hobby ever ist, glaube ich. Was ist denn jetzt hier los? Ach, endlich. Endlich. So, jetzt gehen wir wieder hier links rüber gleich. So. Tim, Junge, was geht ab? Mahlzeit, Junge. Alles fit? Ausbildung machst du, geil. Ey, da kannst du ja auch streamen lernen, dann passt das doch. Dezember hast du ja bald schon. Wie lange geht's in der Ausbildung, Jellos? Wie lange geht sowas? Schöner Roller. Hannes, ne? Und dann im Sommer LKW-Fahrer. Also im Sommer 6 Monate, okay, boah, ist aber geil. Das geht ja auf jeden Fall voll klar. Das geht ja klar. Musst du noch eine gute Firma finden, ne? Das ist das Problem. Aber die zahlen ja eigentlich ganz gut. Boah, aber LKW-Fahrer, willst du denn Nahverkehr machen oder Fernverkehr? Jelos, weil du bist ja auch Junggeselle, ne? Wäre ja eigentlich auch wurscht, ne? Papa starb jetzt. Ja, why not, ne? Wenn du einen Job brauchst, ist das ja geil. Du machst ja jetzt schon länger auf Arbeitssuche, ne? So wie ich mich noch daran erinnern kann. Guck mal hier, Alter, ist das ein Kadett? Alter, auch schon ewig nicht mehr gesehen. Hier fällt einem. Ist das ein Kadett? Dieser 50-Jähriger Kadett ist das, ne? Alter, hab ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, ist ein Kadett. Ja, habe ich ja schon 100 Jahre nicht mehr gesehen. Ich muss da reingucken. Ich muss in den Kadett reingucken. Wie es aussieht, Alter. Alles braun und versifft. Ekelhaft. D-Kadett, Junge, crazy. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Linienverkehr heißt
Nahverkehr oder was heißt das? Ich kenne mich nicht aus. Ja, nee, war 10 Monate arbeitsunfähig. Ah, okay. Ja, ich sag ja, du warst ja irgendwie arbeitslos oder arbeitssuchend oder was auch immer, ne? Also, war noch der letzte Stand, den ich arbeiten konnte, ist irgendwie sowas. So, hier ist das Stadion, ne? Malaga CF. Die haben übrigens am 4. haben die ein Spiel. Dritte oder am 4. haben die ein Spiel. Und dann gibt es einmal so ein Bundesligaspiel und ich glaube, einen Tag danach gibt es ein Malaga 2-Spiel. Und da müsste man mal fragen, ob wir das nicht irgendwie streamen können. Bei Internet haben wir ja hier. Malaga 2 gegen noch irgendwas. Gucken wir uns einfach mal das Spiel an und übertragen das. Das wäre doch mega. Müssen wir mal nachfragen. Ich muss da mal eine E-Mail hinschicken. Das mache ich. Ich schicke da gleich eine E-Mail hin. Dann frage ich, ob wir das Spiel Malaga 2 auf Twitch streamen dürfen. Das wäre doch geil. War der letzte Schrott nur Probleme, das Teil. Hier ein Kumpel von mir, ne, kennst du den? Thomas. Thomas Dick. Dick. Punkt, Punkt, Punkt. Mit DT am Ende. Kennst du den? Der fährt auch Opel Kadett. Alter, der hat seinen Kadett, glaube ich, schon seit 20 Jahren. Den kennst du bestimmt, oder? Thomas. Ah, ein Bruder, der ist Marco. Raymond. Aus Viersen. Thomas und Marco Dick. Nächste Saison spielen die bestimmt gegen Barca. Und Barca, so, wenn wir, ja, ich habe gesehen, dass die gestern verloren haben, ne? Stimmt, ey. Wenigstens konntest du erstmal selber schon. Was? Aber wenigstens konntest du erstmal selber schon. Ja, das stimmt, mit dem Wagen, ne? Man konnte, wenn da was im Arsch war, konntest du das selber noch reparieren, das stimmt. Also bis jetzt gab es hier, glaube ich, noch kein Spiel. Also ich weiß nicht, ob es hier irgendwo offiziell ein Spiel da drin gab. Ich habe bis jetzt noch nichts mitgekriegt. Und ich wohne ja hier direkt an dem Ding, weißt du? Bis jetzt noch nicht mitgekriegt. Kennst du nicht, okay. Der fährt seinen Kadett immer noch, Alter. Mit denen sind wir damals zur... vom Ballard. Zur Love Parade gefahren, Alter. Meine erste Love Parade sind wir mit dem Kadett gefahren. Den hat er immer noch. Da hat er aber auch jede Menge reingesteckt. Das Ding hat auch ordentlich Power. Da war der erste Wagen, wo ich drin gesessen habe, weil er die Mucke aufgedreht hat, wo meine Haare gejuckt haben. Ey. So richtig gejuckt. Einfach nur wunderschön. Ohne Messi geht nichts mehr. Ja, es ist aber alles, ne? Auch, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, die haben einen neuen Trainer da, ne, glaube ich jetzt, ne? Auch, ne? Oder? Was war das? Da war irgendwie so ein Holländer. Haben die jetzt irgendwie so einen Holländer? Ich kenne mich mit Fußball nicht aus, ne? Ich habe auch keine Ahnung. Und ich verstehe auch nur die. Ich verstehe auch nur 0,007%. Weil alles auf Spanisch ist. Ich verstehe irgendwie nur Spanisch im Fernsehen. Wegen Corona, ja, das kann sein, ja. Also irgendjemand meinte mal, hier gab es ein Spiel, aber da müsste ja hier richtig Weltuntergang sein. Ne? Mit wahrscheinlich ein Auswärtsspiel oder so, ne? Aber. Keine Ahnung. Wir gucken mal, 3. oder 4. Oktober haben die ein Spiel. Und ich glaube, einen Tag danach haben die Malaga 2 hat dann ein Spiel. Wahrscheinlich die Thekenmannschaft. Die Altherren. Malaga Altherren. Nicht mehr zu kitten ist. Aber warte mal, du fährst ja jetzt so ein Pickup, war das, ne? So einen kleinen, ah, das ist Pickup, aber so einen kleinen Geländewagen, ne? Raymond, ein Dacia, oder was war das? Nee. Was war das, ein Audi? Junge, hört mal hier am Baum, hört mal hier. Ah, nee, das kommt hierher. Tja, das wären hier Vögel hier in dem Baum. So. Voll Kuga, also okay. Ist ja auch schon etwas größer, ne? Ah,
werde ich auch nicht vergessen, Raymond. So was vergesse ich nicht. Wo du mir den Kaffee gebracht hast. So was halte ich mir immer im Hinterkopf. Egal wer hier ist, ich merke mir sowas. Egal wie groß ich werde, die Namen, die brennen sich ein. War lustig. Warte mal ganz kurz, hier mal kurz was reintippen hier. Moment. So. Genau, Kuga war das, genau. Wie der Raymond gezittert hat. So voll nervös. Sagt er, ja, ich guck dich. Der kam auch aus dem Stream von mir. Und sagt, ich bin in deiner Stadt. Ich so, was? Ich so, alles klar. Ich habe mittlerweile so viele Leute kennengelernt durch die Streamerei in Viersen. Hier, Handy-Fan zum Beispiel, auch schon beim Grillen gewesen mit dem. Und Connes. Der Raymond hat mich zum Kaffee eingeladen. Cola Truck, die Angst, ja. Aber siehst du mal, wie klein die Welt ist, ne? Hier mit Handyfan habe ich die ganze Zeit hab ich öfters was gemacht. Ne? Da war ich dann, der hat mich immer eingeladen, dann zum Kaffee oder hier zum Trinken, irgendwas grillen, dies, das. Aber da bin ich aber auch nur hingegangen. Also ich würde es, glaube ich, so nicht machen, wenn ich jetzt keinen Bezug hätte damit irgendwas. Aber die kannten meine Freunde, weißt du? Also die sind nämlich Nachbarn gewesen. Und irgendwann haben die auch die Nachbarn eingeladen. Also meine Freunde, mit denen ich schon länger nichts mehr zu tun hatte. Oder keinen Kontakt mehr hatte. Dann waren die da auch mal zu Besuch. So, und haben die gesagt, hey, ihr kennt euch aus Livestream und was weiß ich. So voll komisch. Wie weit hast du noch? Ah, Junge, ich bin nie zu Ende. Ich bin nie zu Ende, Torben. Es geht immer weiter, immer weiter. Ich komme eigentlich nie an, muss ich sagen. Ich komme nie wirklich an. Wir sind ja nicht mal eine Stadt. Aber wenn wir hier runter gehen, haben wir so ein bisschen Stadt. Könnte man eigentlich machen, ne? Ja, ein bisschen Leben in der Bude. Wir waren wirklich vom ganz anderen Ende von Malaga, waren wir gerade. Eigentlich kann ich mal kurz hier die Tasche abpacken. Warte. Ich lege euch mal kurz hier hin. Warte kurz. Was hat er in die Tasche gepackt? So. Krefeld. Fahr mal. Krefeld. Oh, aber Krefeld wäre die letzte Stadt, wo ich hinziehen würde, ey. Bin ich ehrlich mit euch. Gladbach fand ich auch nicht so geil, so. Also Gladbach hat mich eigentlich immer der Berg angekotzt beim Einkaufen gehen. In Krefeld, ja, muss ich auch nicht viel zu sagen, oder? Da war ich dann doch schon eher bedient mit meinem Viersen. Kleiner Panda. Was hat denn hier? P&M. P&M gibt es auch in Viersen. Das ist eine Druckerei, oder? Kaffee Copas. Copas de Kaffee.
Ich müsste eigentlich mal rausgehen mit meiner Kamera und mal ein paar Fotos machen für Instagram, ey. Wochenende mache ich einen Podcast wieder mit dem Laterne, mit der Laterne zusammen. Auch über Spanien so ein bisschen quatschen. Haben wir uns jetzt festgelegt, dass wir mal samstags einen Podcast machen. Ich bin 2009er geworden. Ah, ne Kiffe, das ist gar nichts für mich. Da kann ich mich nicht mit anfreunden. So, langsam kommt hier wieder Leben in der Bude hier. La, 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 la. Ey, Raymond, wegen dir habe ich mir gestern noch Wasser besorgt. Habe ich dir schon erzählt, weil du hast mich da wirklich dran erinnert. Sonst hätte ich das vergessen. Ich habe mir gestern tatsächlich noch wegen dir Wasser geholt. Sonst hätte ich das nämlich verpeilt. Ich meine, ich hätte zwar noch einen Kaffee machen können, aber so hatte ich weniger Stress gestern. Krefeld war nur cool zum, hier, wie heißt das hier? TK Max. Und das Kings, ne, nicht das Kings, wie heißt die Diskothek nochmal da? Raymond. Da an dem Parkplatz. Die hat zu, glaube ich. Königsburg war das, glaube ich, ne? Königsburg, genau. Da gab es noch eine Fischbude. So eine Fischbude, da konntest du Kibberling und sowas kaufen. Königsburg war das genau, ne? Richtig. Königsburg, genau. Ach, scheiße. Die ist abgerissen schon, Junge, crazy. In Königsburg abgerissen. Junge, hier sind einfach kurze Joggingbuchsen, alles liegt da, Junge. Warte mal. TK Max sagt mir aber gerade nichts. TK Max ist, da kannst du günstige Klamotten holen. Gibt's auch in Gladbach. Da kannst du, da gibt's so Markenklamotten. Ist wohl alles viel wühlen, ne? Also du musst da wirklich viel graben, so, aber da kannst du schon die ein oder anderen geilen Schnäppchen machen. Ja, was ist denn los hier? Was ist denn los hier? Mensch, ins Kingersee. So. Ich kenne die Straße hier gar nicht, ne? Ah, doch, da vorne ist. Ah! Hier, jetzt sind wir gleich wieder in der Stadt, Leute. Wir sind gleich wieder in der City. Da vorne ist Diaz. Der Dia. So, vom einem Ende sind wir gerade von Malaga nach unten gelatscht, ey. Boah. Die Junkies, die dein Parkticket haben wollen, wenn noch Zeit drauf ist, ja. Die verkaufen das dann weiter. Für die Hälfte. Aber immerhin, ne, zahlst du dann 2 Euro für den Parkplatz und dann kannst du das Ticket dann wieder verticken. Für 1 Euro. Und die verkaufen das dann für 50 Cent weiter. TK Max gibt es in Spanien, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Habe ich hier, glaube ich, noch nicht gesehen. Oh, jetzt bin ich hier in so Zement reingelatscht, ey. Ekelhaft. Oh, jetzt habe ich hier meine. Guck mal hier, ey. Scheiße. Ach ja, scheiße. Mensch, ins Kingersee. Oh, Junge, hier stinkt alles, ne? Boah. Warum machen die Mülltonnen hier nicht zu, Alter? Puh. Kohlen wir auch, waren auch 2 Stück, okay? Muss ich mal gucken, hab ich ja nie geguckt. Schnell was. Junge, jetzt hab ich ja Zement an meinen Latschen, Mann.
Ekelhaft. Wirklich so. Jetzt muss ich einmal hier hochgehen, weil da hinten ist Wasser. Ich einmal die Schuhe sauber machen. Das war kostenlos eingelöst. Ich kann leider nicht sehen, wer das eingelöst hat. Das steht leider nicht im Chat. Ich kann es leider nicht sehen. Ich kann es leider nicht sehen. Mirailo, was geht? Hallo? Sag ich nicht. Okay, dann warst du das. Dann warst du das. Jetzt kann ich ja einmal diesen scheiß Berg da runter. Ach, kacke, ey. Jetzt ist hier schon rot. Mann. Merde. Ist wirklich ekelhaft. Ich hoffe, dir geht's gut, Mirailo. Sekunden noch. Boah, hier meine Knoblauchfahne neben mir. Einfach nur schön. Ich muss das Polizeigeräusch machen. So. Wobei, ich würde die dann gucken. Jetzt drück mir in die Damm, dass ich da unten Wasser habe. Ich will jetzt irgendwie da runterkommen. Scheiße. Ekelig. Meine wunderschönen Füße, Mann. Meine wunderschönen Füße sind einfach versaut. Drei. 2, 1. Ich muss jetzt irgendwie da runterkommen hier. Mann! Raymond! Trocknet ein, ne? Oh Mann. Ich will mal gucken, wo ich hier irgendwo Wasser gibt. Scheiße. Warte, vielleicht kann ich hier sauber putzen, hier oben, warte. Hier. Hier oben an dem Gras. Wenn das mal nass. Oh ne, hier liegt ein Kondom, ey. Sonst ist das immer nass. Mann. Bibi, was geht? Ja, wo ist denn hier am Brunnen? Ach, da, ja, das ist zu weit weg. Warte. Ich habe da eine Chance hier hinten runter. Da, wo der Tunnel ist. Da, wo das Wasser immer rauskommt, weißt du? Da gehe ich jetzt lang. Da irgendwo geht es ja gleich runter. Bibi, wie geht's dir? Alles gut? Da lag eine Münze. Da war keine Münze, das war, glaube ich, ein Kondom. Das sah aus wie ein Kondom.
Bibi, ich habe das Problem mit der Werbung jetzt gefixt. Ne? Wir haben jetzt hier nicht mehr so viel Werbung. Einmal Werbung habt ihr, glaube ich, aber nicht jetzt so oft. Dass ihr Bescheid weiß. Hundekacke, ja, wäre wirklich schlimm. Aber das versaut doch meine ganzen Schluppen, Mann. So, ich gucke, ob wir hier irgendwo runterkommen. Da hinten haben wir ja Wasser. Meine Mission ist jetzt Wasser, Schluppen sauber machen. Hier ist generell mittlerweile der ganze Boden voll geschissen hier, ne? Also richtig ekelhaft. Ich habe einmal gesehen, da hat die Stadt hier den ganzen Bürgersteig gekerschert, ne? Von hinten bis vorne. Andere Seite, dies, das. Guck mal, hier ist überall so irgendwo, wo mal hingeschissen wurde. Das ist ekelhaft, Alter, ey. Machen die mittlerweile auch nicht mehr sauber. Hier geht super, sehr schön. Sehr gut. Mir auch. Außer heute wieder ein bisschen spät dran. Ich wollte eigentlich von zu Hause aus streamen, ne, Bibi? Ich wollte eigentlich heute Special machen. Aber Internet ist zu Hause richtig kacke. Ich muss mal, ich glaube, ich ändere nachher mal das Passwort vom Router. Und dann mal gucken, ob es immer noch so scheiße ist. Biber, was geht ab? Mir geht's wunderbar. Was denkst du denn? Es ist alles wunderschön. Außer, dass ich jetzt Zement an meinen Schluppen habe, weil das gerade meine Mission ist, das zu entfernen. Aber ich glaube, ich muss jetzt hier noch voll weit latschen, bis ich an so eine Wasserquelle komme. Ey, scheiße. Mann. Aber sonst alles gut. Ich hoffe, bei dir auch. Wie, von zu Hause? Nee, nicht aus dem Bett. Ich wollte eigentlich vom Schreibtisch. Ich hatte eigentlich was vorgehabt heute mit euch. Aber es hat nicht funktioniert, weil mein Internet zu Hause voll lahm ist. Also zumindest der Upload. So. Francisco Monje. Oh, die Kirche ist auf. Wollen wir mal einen Blick reinwerfen? Oh, da mach ich die Box aus. Ah, toll, da kann man nicht reingucken. Das ist nur so ein Durchgang. Oh. Die ist zwar auf, aber die ist zu. Mensch. Ja, ist kacke, aber egal. Ich ändere am Wochenende das Passwort mal und dann wäre zu geil gewesen. Ich wollte nämlich heute aus dem Zimmer streamen und morgen von der Terrasse, vom Balkon. Aber wenn Internet so Auge macht, ist ja auch scheiße, ne? War leider auch kein Spaß. So. Was ist denn da los? Ambulanz hier hinter uns. Jetzt bestimmt die Schluppen pro Ambulanz hier. Ich hab den Balkon, ja, aber ein kleiner. Da kannst du wirklich schon drauf sitzen mit zwei Leuten. Und einen Tisch und die Wäsche aufhängen. Das war. Da ist ja nicht mal Platz für einen Grill oder so. Ich glaube, wir müssen rüber. So. Hui. Nee, hier, die sind eigentlich. Ja, gut, dann kann sein, dass sie vielleicht ein Messer haben, aber. Dass sie die Straße. Ja, wegen dem Lärm wahrscheinlich, ne? Das kann sein, ja. Das macht Sinn, DSN. Wie geht's dir? Ist gut? Mann, diese Ampeln, ne? Das kotzt so an.
Jetzt ist rot. Ah, jetzt haben wir grün. Wunderschön. Die dauern so ewig. Ewig und 3 Tage hier. Das ist unfucking fassbar. Die Messe streamen, ja, ja. Da mit euch im Chat, Alter, mit Furzen und hast du nicht gesehen? Mit Furzen und Rülpsen. Ach, guck mal, hier ist ein Brunnen. Hier ist ein Brunnen, das ist ja schon mal gut. Ah, oh, jetzt komme ich ja nicht runter, ne? Aber hier, der Brunnen, der wäre wunderbar. Der Brunnen wäre wunderbar. Ah, die macht da gerade sauber. Scheiße. Ach, Mann. Oh. War ich einfach meine Füße drin in dem Boden, weißt du? Ja, bei mir ist auch alles gut, Veraldo. Bei mir ist auch alles wunderbar. Ich kann mich nicht beklagen. Alles läuft, Wetter ist schön. Ja, hab noch ein paar Probleme mit dem Job. Ne, den Job will ich ja gerne machen. Aber ja, kommt Zeit, kommt Rat, würde ich sagen, oder? Aber sonst alles wunderbar. Wir nähern uns langsam der neuen Staffel Irrkopf. Da genau, so nennen wir das einfach. Die neue Staffel beginnt bald. Mit dem Ausliefern, weißt du? Mit dem Job machen einfach im Stream. Das wäre einfach so geil, ohne Scheiß. Also, Besseres kann man eigentlich gar nicht machen. Boah, Junge, hier ist immer noch kein Wasser, Mann. Wart kein Ton. Was? Heute dauernd Stampel bei mir, aber das darf aber nicht sein. Das darf aber normalerweise nicht sein. Also ich habe ja, ich denke mal, das läuft alles, oder? Stream läuft doch. Stream sollte eigentlich laufen. Beim Training, Erkundigen, was immer mehr. Beim Training? Ah, DSN, das weiß ich noch nicht, ey, weil, ich muss jetzt erst einmal einen Termin machen mit dem Steuerberater und der muss mich jetzt wieder neu eintragen. Weißt du? Für den Job. Und dann kann ich das machen. Aber ich denke mal, ich könnte innerhalb von 72 Stunden dann, wenn ich das alles habe, da steht irgendwas mit der, in der E-Mail steht irgendwas mit 72 Stunden dauert das und dann kann ich loslegen. Weiter geradeaus, okay? Ahne, was geht? Ich grüße dich. Sind wir in der zweiten Staffel? Ne, das ist jetzt mittlerweile schon bestimmt die 4. Staffel. Die 5. Boah, hier riecht voll nach Popcorn. Hier unten ist jetzt gleich einer. Hier muss ich gleich runter. Kann ich mir meine Quanten mal kurz waschen. Warte mal, meinst du gerade hier? Warte, jetzt will der Player neu geladen werden und ballert mich mit Werbung voll, okay? Weiter gerade außen, komm hier, Steam ist okay. Bei mir läuft der Steam SHB, okay. Tio, was geht ab? Bei mir ist alles bestens mit deinem Steam. Siehst du? Und keine Werbung mehr. Und no Werbung mehr. Hier müssen wir jetzt gleich runter. Weil hier muss ich jetzt gleich meine Schluppen sauber machen. Ach scheiße. Ah, wird fallen lassen hier. Meine Dash. Oh, meine Dash. Hoffentlich läuft's jetzt endlich mal durch. Was hast du denn für einen Browser? Hast du dir irgendwas installiert? Irgendein Plugin oder so? Kann das sein? Kann sein, wenn du dir irgendein Browser-Plugin geladen hast, dass dann irgendwas nicht mehr funktioniert. Aber ich habe zu Hause auch noch Probleme gehabt heute, also macht dir nichts draus. Hier unten ist jetzt Wasser. Ja, Raymond. Ich gehe jetzt einfach hier runter. In the ghetto. Ich rede über Oprah, okay? Man hat keine Probleme. Es sollte eigentlich alles laufen, ja? Schwarze Rose, was geht ab? Hallo, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Hast du schon eingelebt in der neuen Bude? Ich hoffe, bei dir geht alles voran. So, hier gehen wir jetzt runter da. Da. Auch wenn hier viel los ist.
Ich hoffe, ich werde mal nicht überfallen hier. Von den Menschen. Guck mal, hier geht nämlich richtig viel ab. Boah, hier riecht auch voll nach Pisse, Alter. Hier riecht richtig nach Pisse. Die ganzen Pfützen, die ihr seht, alles Urin. So. Die fragen sich alle, was machen wir hier? Was macht die hier? So, da vorne fängt jetzt Wasser an. Was hast du? Gute Besserung. Hallo? Schmerzen hast du? Oh, was hast du denn? Gute Besserung auf jeden Fall. Ich hoffe, warum hast du denn Schmerzen? Was ist denn los? Oh ne, guck mal, hier komme ich nicht rüber, weil hier Wasser ist. Guck mal. Guck mal, hier komme ich einfach nicht rüber, weil hier das Wasser ist. Oh, ich raste aus, Mann. Könnte Tränen, Trotz und Tränen heulen hier. Ey. Scheiße. Mann. Wollte ich nicht von alleine auf. Ja, habe ich schon mitgekriegt, ja. Es ist auch wieder ein neuer Vulkan ausgebrochen, ne? Noch ein weiterer. Das Meer erreicht, ja, ist krass. Und jetzt kommt ja jetzt, neuer Vulkan, ne? Also hier einer, der wieder eine andere Bahn zieht. Ich finde echt übel, ey. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Schicksal, ne? Scheiß Schicksal. Auf jeden Fall. So, dann geht dann einmal hier rüber. Alter, ich habe nur Schluppen an, ne? Wie soll ich jetzt hier? Wie soll ich jetzt gleich hier rüber jumpen, Alter, mit Schluppen? Das Wasser ist so nah und ich komme nicht rüber. Scheiße. Die Insel wird umgeschaltet, ja. Das ist schon crazy, ja. Das Wasser ist jetzt hier so nah, ne? Und ich komme hier nicht rein. Scheiße. Wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich komplett nass. Guck mal, hier ist die Skatebahn hier. Warte mal. Suchen wir jetzt eine gute Stelle aus. Hier ist gerade irgendwas ins Wasser gesprungen. Hier ist gerade irgendwas ins Wasser gesprungen. Und ich habe keine Ahnung was. Ah, scheiße. Man weiß auch nicht, woher das kommt, ne? Also. Ich gehe jetzt gleich einfach hier rein. Ich warte, bis der Hund hier weg ist. Spring rüber. Ja, ich muss gleich eh hier rein. Guck mal, weil ich habe hier Zement an meinen Füßen. Ich muss das hier sauber machen. Ich gehe jetzt einfach hier rein. Ich hoffe, dass ich nicht ausrutsche. Es geht. Was hat er jetzt? Zement. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Mit Anlauf. Ja, nee, ich muss ja eh herein. Ich habe mir hier so Dreck an den Schluppen eingefangen. Guck mal, jetzt sind wir hier wieder unter der Führung hier. Und hier wohnen die Leute hier unter der Brücke. Pass auf, ja, heute, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Hier wohnen echt die Leute. Lass mal gucken. Pass auf. Ja, hier. Ist echt krank, ne, dass sie hier wohnen. Da hinten auf der Brücke wohnt ja auch jemand, ne? Da sind wir letztens auch dran vorbeigegangen. Da lag alles. Portemonnaie von dem. Aber die sind alle weg. Boah, die Matratzen, wie die aussehen, ey. Ja, würde ich lieber auf dem Boden schlafen, bevor ich mich hier auf die Matratze lege. Guck mal, der hat hier sogar gewaschen. Guck mal. Der hat hier sogar gewaschen. Ist kein Abwasser. Nee, ist kein Abwasser. Nee.
Das ist vom Meer, denke ich mal. Das wird vom Meer hier hochgespült und dann kommt das nachher da hinten wieder raus. Für irgendwie so einen Überlauf oder so. Das ist kein Abwasser, nein, nein. Also ich hoffe mal nicht. Also ich sehe hier kein Klopapier drin. Das stinkt doch nicht. Nee, nee, es ist keine. Aber hier liegt überall genug Kacke. Ne? Also hier gehen die mit den Hunden spazieren hier. Hier, wie du siehst. Nee, ich bin nicht dein Herrchen. So, ich möchte aber gerne wieder hier hoch. Scheiße, warte hier. Also hier würde ich nachts nicht runtergehen. Wie hier aussieht, ey. Hier wird auf jeden Fall mal Party gemacht, glaube ich. Guck mal hier. Die ganzen Dosen hier. Die ganzen Getränke. Hier genauso. Aber die Graffiti sind halt geil, ne? Die finde ich schon nicht schlecht. Haben wir auch schon mal alles gesehen hier. Also zwischen den ganzen Müll ist das hier echt ein super Versteck. Für sämtliches Zeug. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich möchte aber gerne wieder hoch. Scheiße. Da hinten. Da geht's nicht hoch. Oh Mann, ich kann jetzt voll weit laufen hier. Scheiße, Mann. Oder geht das hier hoch? Hier. Hier komme ich rüber. Nee, ich habe jetzt hier keine gesehen. Ich habe keine Spritzen gesehen. Ich habe letztens einen gesehen, der hat sich mit einer Glühbirne was reingepfiffen. Für die wohnen bestimmt hier. Ey. Das sind bestimmt die Aussteiger. La, 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 la. Ey, scheiße, ich habe keine Halterung mit, ne? Ich bin so ein Esel. Ich hab mein Stativ nicht mit von der Kamera hier. Liegt alles zu Hause. Richie, was geht ab? Wie geht's? Wo bist du denn wieder unterwegs, Junge? Ich bin hier im Abgrund von Malaga. Im Abgrund von Malaga bin ich gerade aktiv. Ja, ich bin jetzt hier wieder Richtung City unterwegs. Oh. Eigentlich war heute was anderes geplant, Richie. Ich wollte eigentlich von zu Hause aus streamen, aber das hat heute nicht so hingehauen, weil das Internet zu Hause so scheiße war. Das war leider sehr belastend. Brauchen die das weg? Ja, aber das kannst du, glaube ich, so gut verstecken. Aber ist ja genau wie hinten, sag schnell, wo die Promenade ist. Wo die Steine sind, da sehe ich sehr viele immer runterspringen, dann wieder hochkommen. Dann haben die irgendwas in der Hand. Also da verstecken die auch einiges. Musst du nur mal mit dem Hund durchlaufen da. Da verstecken die ihr Zeug, weißt du, und dann verkaufen die das. Ja. Feste Schuhe, was sind denn feste Schuhe, schwarze Hose? Ich brauche keine festen Schuhe. Ich bin Profi-Walker. Nachts sind da Zombies, genau. Nee, nee, es hat nicht eklig gerochen, Baby. Diese scheiß Ampel, die macht mich fertig, ey. So viel Zeit, was man hier verschwendet. Oh, guck mal, der fährt einfach über Rot, Junge. Kann man mal machen. Kann man mal machen.
über Rot tuckern hier. Ja. Da. Diese lose Verkäufer hier jetzt, Mann, das ist so krank. Was ist denn hier los, Alter? Gibt's hier irgendwas umsonst? Was ist das hier? Empresa Malagueña de Transportes. Ayuntamiento de Malaga. Und ein Carrefour Express. 9 Personen. Was machen die denn da? Ja? Junge. Hier kleine Blumenlädchen hier. Wo keiner drin ist. So. Die Sonne scheint mir im Nacken. Oh, Krabi ist live. Oh, wow. Was ist denn hier auf TikTok los, ey? Hab bald Geburtstag, Blumen. Steht auf Blumen. Bist so ein Blumenkind. Aber was hier so eine Palme kostet, wäre mal interessant, ne? Die habe ich ja gehabt, so eine hier, ein Groß. Die hier. Die habe ich in Groß gehabt. Du kriegst auch Kakteen, guck mal hier, die hängen hier runter. Ja, so Dinger habe ich auch mal gehabt, hier, so kleine Dinger. Die habe ich dann groß gezüchtet hier. 2 Euro, 3 Euro. Hier, 15 Euro, so ein Kakteen-Ding. Ach, schön. Sieht geil aus für ein Cover, ne? Warte mal. 2 Euro kannst du nichts sagen, ne? Dieser Mini-Kaktus. Ist okay. Guck mal hier, 2,50 hier, so ein Strunk. So ein bisschen grün. Sind okay, ne? Aber guck mal hier, Fliegenstopp hier. Moskitostopp. Stopp Moskito. Moskitostopp. Kann man nichts sagen, ne? Blumen sind toll. Kaktus, ne? Kakteen. Ich habe früher auch ganz viele gehabt, aber die sind alle kaputt gegangen. Ne? Irgendwann zu sehr gegossen oder so und dann waren sie im Arsch. Die hat meine Freundin wieder zurückgenommen. Meine Freundin hat die wieder genommen. Ich habe die quasi, die mir die geschenkt hat, habe ich der wieder zurückgegeben. Die hat sie mir damals ja geschenkt. Zu Weihnachten vor 2 oder 3 Jahren. Und der habe ich die wieder zurückgegeben. Ja, die waren okay, ne, die Preise. Guck mal, wir haben ja hier Water. Water. Erst laufen lassen und dann trinken. Ja, alle 2 Wochen Wasser. Das Problem ist, bei mir haben alle Pflanzen 2 Wochen Wasser gekriegt. Alle 2 Wochen Wasser gekriegt. Das ist das Problem. Eine Palme war das, genau.
Die wir gerade eben gesehen haben, Muschetta, die habe ich auch gehabt. Nur ein größer. Die war riesengroß. Die war auch schweineteuer. Die hat meine beste Freundin mir damals geschenkt. Die habe ich da wieder zurückgeschenkt. Ja, bevor die nachher keiner will, weißt du? Und die nachher auf dem Müll liegt. Winke, winke. So. Jetzt ist leider grün und die steht hier mitten am Bürgersteig. Echt eine krasse mit diesen lose Verkäufer hier überall, ne? Was meinst du? Die bekommen bestimmt Provision. Manche sind auch komplett kackendreist, die kommen dir an den Tisch, wenn du da sitzt und isst und verkaufen dir die Lose. So, ihr lieben Liebenden. Ihr lieben Liebenden. Das sieht aber aus, wenn es geschlossen hat, dieses Hotel. Sollen wir jetzt einfach ein Hotel aufmachen? Eine Hotelkette aufmachen? Wir sind nur Bauhelme. Einfach so ein Hotel aufmachen, dann so eine Streamer-Lobby da raus machen. Boah, wer kauft sich hier eine Bude für 180, Junge? Ich versteh's nicht. Guck mal, hier ist alles abgeschlossen und verriegelt hier. Hier ist alles dicht. Only you. Guck mal, wird auch renoviert. Die ganzen Hotels machen jetzt Renovierung. Krass. Ja, wie kalt war es denn in Deutschland? Wie war denn die Temperatur? Also bei uns ist es mittlerweile abends auch wieder ein bisschen kälter, ne? Bei uns ist es auch so 17, 18 Grad mittlerweile, aber es soll nächste Woche dann mal ein bisschen auf die 20 Grad in der Nacht werden. Aber hier hast du immer 27 Grad, 28 Grad über Tag. Das soll jetzt bis Dezember so bleiben, ne? Das Wetter. Ey Torben, alles klar, Mann. Hau rein. Schön, dass du hier warst, ey. Kuss geht raus, mein Lieber. Schön, dass du hier warst. Gute Besserung auf jeden Fall, ne? Mit deinem gebrochenen Bein, mein Lieber. Genau, gute Besserung auf jeden Fall, ja. Aber wir gehen aber ein bisschen die Stadt hoch und runter, würde ich sagen. Ne? Und auch hier so ein bisschen Rabimmel, Rabammel, Rabummel. Rabimmel, Rabammel, Rabummel und Rabam. Beinbruch, ja. Jetzt haben Bein gebrochen, ey. Ich habe eben schon gedacht, ey, Gnade Gott, dass ich mir noch nie was gebrochen habe. Könnte ich mir, glaube ich, nicht verzeihen, ey. Boah, allein schon das Gefühl. Und wenn ich das mitkriege. Achso, auch ein schöner Kia hier, ne? Optima. Kia Optima sah gar nicht mal so scheiße aus. Ja,
Dann geht ein bisschen die Stadt hoch und runter. Komm schon. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Es werde grün. Endlich. Endlich. Ja, ja. Ja, ja heißt leck mich am Arsch. Falls sie es noch nicht wussten. Ja, was denkst du denn? Maka. Denkst du, ich mache hier Pause oder was? Glaubst du, ich mache hier Pause oder wie oder was? Jetzt gehen wir hier durch die Fußgängerzone, Junge. Jetzt sind wir vom einen Ende zum anderen. Vom einen Ende zum anderen sind wir jetzt gelaufen. Wir gehen jetzt noch hier in die Quergasse rein. Pardon. Das sind, glaube ich, die einzigen Glücklichsten hier, ne? Die Läden hier in der Stadt. Alles andere kann dicht machen. Also hier die Läden in der City sind, glaube ich, die einzigen möglichen. Komm, wir gehen mal hier durch. Hier. Wir haben auch noch nicht. Kaffee Mokka. Machen wir hier so einen Bogen. Kaffee Mokka. Hotel Don Guro. Ach, hier ist das. Ach, guck mal, hier komme ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr links, oder? Doch. Doch, ach, geht. Und natürlich hier wieder so ein Ticketverkäufer. Wie soll es anders sein? Scheiße, warte mal, guck mal. Jetzt sind wir ja einmal im Kreis gelaufen. Huch! Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Scheiße. Aber da bin ich ja nie durchgelaufen durch diese Gasse. Haben wir die Gasse wenigstens auch mal gesehen. Der Ade ist auch am Schlüssel hier, guck mal an. So, jetzt gehen wir wieder hier hoch. Einmal im Kreis gelaufen. Und wie soll es anders sein? Wenn wir ein Ticket verkaufen. Einfach nur wunderschön. Aber wisst ihr, was auch kacke ist? Ich wollte mir eigentlich die PayPal-Kreditkarte wollte ich mir holen, ne? Das Problem ist, ich muss mein schönes Konto jetzt closen und ein spanisches aufmachen. Weil das ein deutsches, weil ich es über paypal.de angemeldet habe. Auch ganz blöd, ne? Ich kann meine Adresse nicht auf einmal nach Spanien umändern. Vom PayPal, auch voll assi gemacht. Jetzt muss ich auf jeden Fall mir ein neues Konto aufmachen bei PayPal über España. Auch wieder so viele Umwege, ey. Wo man nicht mit rechnet. Weil diese PayPal-Kreditkarte ist ja schon mega geil, ne? Ich mache ja so viel mit PayPal. Ich mache ja fast alles mit PayPal.
PayPal und Zoom. Guck mal, krass, die Helme, die haben hier integriertes Headset. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen hier. Die haben einfach so an dem Helm so ein Funkding dran. Und die telefonieren damit. Was für Lampen meinst du? Hier, diese Straßenlampen oder was? Muss man aufpassen hier im Winter, wenn das hier geschmückt ist. Guck mal hier, der ist auch gut. Den kennt er ja schon, ne? Der bewegt sich, wenn er das Geld reinschmeißt. Guck. Tschüss. Ja, war gerade eine Stuntshow. Das sah aber unzufrieden aus. Ah ja. Die Straßenlampen, ah, okay. So, hier soll es wohl im Winter soll's hier richtig krass aussehen, ne? Wenn die hier schmücken und so, hat mein Mitbewohner mir gesagt. Ach, guck mal, da der Aladdin, der ist geil. Ja, Aladdin. Das ist der Aladdin hier, pass auf. Oh, schmeiß da Geld rein. Ich habe kein Geld mit. Schmeiß Geld rein. Krass, ich könnte nicht so lange so stehen. Obwohl, der ist noch krasser hier. Aber der langweilt sich gerade zu Tode. Der langweilt sich ja gerade zu Tode. Was man kann, nicht umziehen. Nee, du kannst nicht umziehen von PayPal. Du musst das PayPal-Konto kündigen. Obwohl ich da so eine richtig krasse Bonität drauf habe. Und muss mir ein spanisches PayPal machen jetzt. Voll blöd. Komm, schmeiß mal was da rein. Hier ist Aladdin. Ich habe kein Geld mit. Warte, wir warten jetzt, bis hier jemand was Geld reinschmeißt. Und dann filmen wir das still und heimlich. So ein Ding ist das. Da. Aber da kann noch mehr, glaube ich. Muss nur Geld reinschmeißen. Der macht aber einen unzufriedenen Eindruck. Der macht aber einen unzufriedenen Eindruck. Junge Madrides, hello. ¿Cómo estás? Der gibt sogar Geld zurück. Der gibt sogar Geld zurück. Der gibt Diamanten. Der gibt Diamanten. Den ganzen Tag rumstehen, ne, und Geld dafür kriegen. Ist doch geil. Ich stelle mich einfach auch hier mit der Kamera. So. Und mach die Hand einfach nur auf. Und sag Danke dann, wenn er mir was reinschmeißt. Oh, guck mal, da hat jemand geheiratet. Mein Beileid. Hier sehen wir gerade eine Hochzeit. Mein Beileid. Wer von euch ist verheiratet im Chat? Who's married in the chat? Eins. Oh, Junge. Eisdealer, mein Lieber. Kuss geht raus. Chuck Experiment, Junge. Ich habe ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Alles gut? Eisdealer, was geht ab? Dankeschön für dein Single. Ja, ich auch. Eisdealer, was geht ab? Ahoi! Puckel, was geht? Willkommen in Spanien. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr Lieben. Dankeschön für den Host, für dein Raid, mein Lieber. Kuss. Ich hoffe, du hast genug Eis machen können. Was gab's heute? Was hast du heute gemacht? Hast du wieder Just Chatting gemacht? Hast du wieder Eis gemacht? Hola, gerne, danke dir. Kuss. Danke für den Raid, ja.
Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Team gehabt. Willkommen in Spanien. Ich bin seit Juli hier in Spanien und mache ein bisschen so IRL-Streaming hier, dies, das. Ja, wir sind hier gerade in Malaga City und wir touren uns auch mal in Torrox rum, in Nerja, in Marbella. Ja, alles, was hier unten an der Costa del Sol so rum, was für Städte gibt. Und ja, willkommen in Spanien. Hier ist die Sonne noch da, ne? Hier haben die Leute noch kurze Sachen an, ne? Also nicht so wie in Deutschland. Ah, guck mal hier, der Landschick hat noch ein Madrid, das hat ein Abo geschenkt. Guck mal, siehst du. Aber auch noch was. Komm, wir machen hier eine große Runde. Wir gehen gerade ein bisschen hier durch das Zentrum von Malaga. Wir gehen jetzt hier mal so ein bisschen außen rum. Und gleich sind wir da vorne in der Innenstadt, wo richtig die Pommes abgeht. Da könnt ihr ja gleich mal ein bisschen die Innenstadt aus. Ich wollte erstmal noch ein bisschen hier außen lang gehen, bevor wir dann gleich ins Zentrum rein düdeln. Plaza de la Construcción, ja. Heute 3D-Druck hast du gemacht, okay. Was machst du denn für 3D-Druck? Für was? Was baust du dir denn da zusammen? Mir geht's nicht gut. Du hast ja gerade eben schon gesagt, ich wünsche auf jeden Fall gute Besserung. Schwarze Rose. Und lass dich nicht ärgern. Komm zur Ruhe, ne? Und mach die Äuglein zu. Kannst mich auch laufen lassen, ne? Dann, ich mach auch nicht mehr ganz so laut. Ich bin jetzt leise. Schwarze Rose, gute Besserung auf jeden Fall. Hat das geregnet oder ist das frisch gebuddelt? Ey, Pucke, das sieht hier immer so aus. Die Frage, die kriege ich so oft gestellt, ob das hier nass ist. Aber es ist leider der Boden so. Guck mal, hier ist die Polizei. Oh, High Präsenz. Das ist der Boden, der ist tatsächlich so poliert. Der ist auch arschglatt, ne? Ich laufe hier wirklich immer nur einen Schnuppen rum, so wie der letzte Deutsche, weißt du? Sieht nur so aus. Der Boden ist quasi komplett spiegelglatt. Gut, dass es hier nicht schneit, weil dann hättest du ja wahrscheinlich ein Problem, wenn es hier richtig nass ist. Als AC-Modell fast fertig. Ah, heute sind AC-Modell-Bosse. Ein 1,8er Modell vom Land Rover. Ah, okay, Marius, danke schön für den Host. Alles klar, schwarze Rose. Nee, der letzte Deutsche hätte weiße Tennissocken an, das stimmt auch. Ja, Tennissocken habe ich ja nicht an, damit kann ich leider nicht dienen. Aber dafür habe ich mir gerade eben Zement an meinen Füßen geholt, dass ich mir gerade eben meine Füße waschen musste hier an so einem Brunnen. Hier ist aber auch was los hier. Guck mal hier, wow. Jetzt seht ihr mal richtig, wie der Boden glänzt hier. Guck mal. Hier hält es auch nur mit einer Sonnenbrille aus. Ich sage euch, die Sonne ist hier ganz anders krass. Die ist hier wirklich ultra bright, also ultra hell. Wie ist die Polizei in Spanien so? Ich habe noch gar nicht mit der zu tun gehabt, Nate. Ich habe noch kein einziges Mal mit der Polizei hier zu tun gehabt, nein. Warte, geh jetzt mal hier durch die Gasse, weil hier ist jetzt gleich zu Ende. Jetzt gehen wir mal da durch, ich hoffe, dass das Internet hier mitmacht. Dann gehen wir uns gleich wieder hier Richtung Zentrum, gehen wir gleich lang. Da sind überall Cafés, ne? Ist klar, Cafés und Restaurants. Und gleich, ne, gleich ist hier richtig die Pommes los. Also gleich, wenn wir richtig in der Mitte sind, wirklich im Zentrum von Malaga, da ist richtig was los. Ist das hier ein Möbelladen? Ist das ein Möbelladen oder ist das ein Restaurant? Ah, sieht aus wie ein Preisschild da dran. Okay, ich dachte gerade schon. Könnte auch ein Restaurant gewesen sein, so ganz gehobene Klasse. Mit was will ich streamen? Ich streame mit der GoPro Hero 7 Black und meinem Telefon. Ja, aber dass die mich angucken, das stört mich nicht mehr. Das macht mich nichts mehr. Ich mache das Ganze jetzt auch schon ein paar Jahre und da gucke ich gar nicht mehr drauf. Ach guck mal, das Ding hat auf hier. Warte, hier können wir mal drauf. Da können wir auf den Platz drauf. Aber sieht cool aus, ne? Haben wir auch noch nicht so richtig gesehen hier, ne? Guck mal hier, wow. Ich bin gespannt, ob die hier eine Messe haben. Oder muss ich meine Box ausmachen, Alter? Aber ich glaube, da kommst du nicht rein. Schade. Aber warte.
Ich mach die Box kurz aus. Ja, ja. Schon geil aus. Alter, knallt die Tür. Eisdealer, danke dir für dein Raid, für deinen Host. Couscous. Wird hier noch was gemacht? Passiert gar nichts. Das flackert. Ich glaube, hier ist gar keine Messe. Ich glaube, hier ist gar keine Messe heute. Hier ist gar keine Messe. Ist wieder raus. Warte. Ich habe ausgemacht, alles gut. Und Eisdealer, danke schön, ja, für dein. Dass du da warst. Spitzer Winkel in der Kirche, genau. Ja, vor allen Dingen laufe ich jetzt auch nicht so unbedingt perfekt hier rum, ne? Mit meiner Box. Aber sieht schon krass aus, ne? Ist schon ein schönes Gebäude hier, ne? Sieht schon geil aus, ne? Sieht auf jeden Fall neu aus irgendwie, so, keine Ahnung. Also nicht so verrunzt. So, gehen wir mal wieder weiter. Okay, jetzt haben wir übrigens mal die Kirche mal verlängert. Aber die war jetzt nicht so besonders, ne? War jetzt nicht so, ach ja. Also, für die Größe. Ja gut, ist auch eine kleine, denke ich mal, ne? Ich denke mal, da hinten diese Riesenkathedrale, die sieht nochmal ganz anders aus. Die Riesenkathedrale. Kann man jetzt hierher? Ne, hier muss man runter, ne? Genau. Dem Handy. Nee, ich habe auch leise gemacht am Handy. Ich habe hier runtergedrückt gerade eben. Jetzt müsste aber eigentlich wieder alles laufen. Oh. So. Alright. So, machen wir es mal wieder auf den Weg Richtung Stadtmitte, würde ich sagen. Letzter Preis für die Immobilie, für die Kirche. Oh, scheiße. Pardon. Wer war denn das, Junge? Junge Vater, voll Dankeschön für die 47 Pesetas. Die haben mich auf jeden Fall alle umgedreht gerade. Meine Oma hat sich gerade kaputt gelacht. Dann auch schön in der Gasse hier. Der Blick, ja. aber wenn die Box aus ist, also das haben wir schon gehabt, genau. Ja, wie ihr seht, ne, also hier die Leute gerade von Eisdealer, ne?
Man kann mir hier leider mit ein paar Bits schrille Töne schicken und damit die Aufmerksamkeit auf die Kamera blicken, ja. Die ganzen Töne kommen quasi hier raus, aus der JBL. Und ja, der Kanal besteht eigentlich aus nichts anderem, außer aus Töne und Menschenblicke. Kappa. Menschenblicke auf mich werfen. Ah ja, gehen wir mal Richtung City, würde ich sagen. Also jetzt hier, das ist jetzt nur so ein kleiner Teil hier, das ist nur der Marktplatz hier so, ne? So ein kleiner Platz. Vielleicht die richtige City ist hier vorne. Hier vorne links, komm, hier kommen wir auch durch. Habe ich auch schon gelernt, hier gibt es auch noch einen Platz. Hier kann man auch noch durch, hier sind glaube ich nur die Luxusklamotten hier, weißt du, links und rechts hier. Felix, keine Ahnung was, Ramiro. Sieht aus, wie das alles hier Felix ist. Felix Ramiro. Oder wie auch immer. Hat auch nicht mal Preise dran stehen. Und dann gehe ich da rein, weißt du, so. Mit Schluppen und mit den Schluppen gehe ich dann da rein. So, was ist das? Die Kamera hier anders halten. Fällt mir gleich der Arm ab. Ich habe keine Halterung mitgenommen. Ich habe mein Standbein nicht mit von der GoPro. Fällt der Arm ab. Ey, Respekt die Leute, die hier den ganzen Tag mit dem Handy rumlaufen. Finde ich mega. Mega beeindruckend, was die jetzt schaffen. So. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Vater, vorhin habe ich schon wieder 27 Spiele. Aber der ist leise. Okay, let's go. Okay, let's go. Ja. Junge. Vater, voll ein bisschen bescheuert. Bist du des Wahnsinns? Die hat sich aber, was meinst du? Die hat sich umgedreht, ja. Was denkst du denn? Was denken Sie denn? Das ist auch wirklich laut. Oh, nee. Komm, das ist genau richtig, Mann. Komm, jetzt genau richtig. Ich denke immer Muffensaus, ne? Wenn ich Blaulicht sehe. Wenn ich Blaulicht sehe, kriegt er immer Muffen. Da macht er nämlich einmal diesen Wup, Wup. Dann ist Ende im Gelände. Scheiße. Ich glaube, nichts ist schlimmer als der Keuschhusten. Keuschhusten-Alarm und der Alarm Self-Destruction. So. Kriegst du schöne Tücher. Junge, aber heute viel Polizei hier. Junge, lecko mio. In jeder Ecke Polizei. muss ja dich da rausholen und das für den paar Bits. Bestimmt, ey. Aus dem Knast holen, aus dem spanischen Knast. Ja, wenn ich da wenigstens meine Streaming-Sachen mitnehmen kann, wird ja auch mal was Cooles, ne? Aber
Aber glaube ich, schwierig. Das wird, glaube ich, schwierig. Okay, let's go. Der Kirmesmann ist noch gut. Nicht der Kirmesjunge, sondern der Kirmesmann. Aber das ist sogar Legacy. Schon eine sehr gute Dönerbude, wenn hier nur zwei Leute sitzen. Schon eine sehr, sehr gute Dönerbude. Wenn nur zwei Leute an einem Lokal sitzen, muss das eine gute Bude sein. Vater, voll Dankeschön für die 67 Pesetas. Tausend Dank. Ich war's nicht, ich kann nichts dafür. So, wir machen nochmal einen Bogen hier. Wir gehen nochmal hier. Dann gehen wir links, links, links. Dann gehen wir hier wieder gleich hoch. Alarm! Aber die da gesessen haben da unten, ne, die. Die haben mich auf jeden Fall umgedreht. Okay, let's go! So, wir müssen einmal eine große Drehung hier. Ach, Junge! Junge, geil! Junge, jetzt halte ich aber mal die Klappe. Dafür ist es da.
davon Dankeschön für die 310 Pesetas und dem Auslösen des Songs. Vielen lieben Dank. Vater Bon haut jetzt 310 Pesetas raus. Dankeschön, Vater Freund. Kindergeld ist da, habe ich schon gelesen. Yeah! Kuss geht raus. Was ist das denn hier? Ein Automat? Integriert in dem Laden, dass man das hier ziehen kann. Das ist auf jeden Fall Pfeifett, oder? Das ist auf jeden Fall Pfeifett. Okay, kannst du sogar die Ramon-Dinger hier kannst du hier ziehen. Junge. Vater Freund, danke dir auf jeden Fall. Das sieht, und einmal auf dem Rad da durchrollen und dann langsam laufen lassen. Oh ja, dafür sind die Lieder da. Das sind alles so Ambient-Songs und Copyright bei Kopf. Also, da brauche ich auch keine Angst haben, dass die Lieder irgendwie geclaimed werden oder sowas. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, mir solche Lieder zu besingen. Ah, gracias, gracias. Bekommst du das noch für den kleinen Bruder, genau. Kindergeld für mich, genau. Kindergeld wegen mir. Oh ja. So, warte. Gehen wir jetzt hier. Gehen wir jetzt hier lang. So. Firestarter von Prodigy, nein. Das sind so Lieder, die man eigentlich bei Sonnenuntergang, wie Raymond das schon beschrieben hat, auf dem Fahrrad sich geben kann. Und Slowly habe ich euch auch reingemacht, das Lied Slowly. Für 420. Also einige, ich glaube 10 Lieder habe ich euch reingemacht. Mehr Rauchhöger. Ja, da habe ich aber keine Rechte für. Das ist das Problem. Für das Lied. Da kosten die Rechte, glaube ich, ein bisschen mehr. Da sind die Rechte ein bisschen teurer. Hier wieder so eine geile Vespa. Ey, wenn ihr wüsste, auf was für eine Kohle die sitzt. Und warum fährt die mit dem Roller durch die City? Ganz, ganz schwierig. Junge, Selman, was geht ab? Ich grüße dich. Servus. Aus der City, Malaga. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Mein Lieber. Ah, so. Moment. Warum musst du mich so erschrecken, Alter? Ey, danke für die 47 Bits. Musst du mich so erschrecken, Junge? Murmelchen, was ist das denn hier? Was sind denn hier für Figuren, Alter? Oh, das sind doch Voodoo-Puppen hier, ey. Guck mal hier. Das sind doch Voodoo-Puppen. Aber die darf ich gar nicht zeigen, ey. Die hat einfach zu viele Brüste. Junge, Alter, was ist das denn hier, Alter? Der hat aber auch hier Teller bis zum geht nicht mehr hier. Leco mio. Scheiße. Voodoo-Puppen einfach zum Verkauf. Moment, danke schön, wie die 47 Pesetas. Das. Ja, sicher muss das sein. Ja, sicher das. Kommt auch immer geil. Einfach schon mal die Teller hier oben. Die Teller schon mal hier draußen stehen. Schön mal einen Popel drauf feuern auf die Teller. Gruß aus der Küche. Zum Popel auf die Teller ballern. Moment, wie geht's dir, Junge? Was machst du? Noch kurz reinschauen. Ja, alles gut. Alles easy, ey. Alles easy und entspannt. Wir waren gerade eben auch am anderen Ende von Malaga, zu Fuß. Quasi da, wo der Damm war. Oder ist. Sind wir gerade eben zu Fuß hingelatscht, ey. Und dann jetzt wieder hier. Oh, Junge, guck mal, der hier einfach den Boden hier. Sieht auch cool aus, ne? Das ist ein Restaurant. Und einfach so Sachen im Boden. Das hat der cool gemacht. Kachimbas, Hukas. Also hier kannst du Shisha dampfen. Ich dachte, Shisha wäre in Spanien gar nicht so gesehen. So, guck mal, wir gehen mal hier. Hier ist die Kathedrale. Dann gehen wir hier lang. Hier.
Wir gehen hier lang. Wir bleiben drin. Wir bleiben hier. Wir bleiben drin. Hola, buena. Buen provecho. No pido dinero. No se asusten. Buenas tardes. Aprovechen. Aunque me den así, es verdad. Er macht einfach Alleinunterhaltung. Tommy, was geht ab? Hallo. Ich grüße dich. Tommy Cosmo. Dasselbe wie die anderen Tage, habe heute schon die 50 Stunden voll gemacht, kommen noch 2 Tage Arbeit. Oh, Alter, ey. Du bist bekloppt, ey. Du bist bekloppt. Aber du sagst halt, du liebst deinen Job und dann passt das ja. Wenn man es gerne macht, dann weiß man ja auch, wofür man es macht, ne? Wenn man seinen Job liebt. Ich habe meinen auch zuerst geliebt, wo ich 10 Jahre war. Müsste dann irgendwann alles auseinandergerissen haben. Ja, und jetzt ist die Firma Insolvenz. Karma, sag ich nur. Nachdem alle da gegangen sind und keiner mehr Bock hatte, da 15 Stunden zu arbeiten am Tag, ist die Firma einfach pleite gegangen. Nicht schade, aber auch. So, was mache ich mir jetzt gleich noch zu essen, Leute? Habt ihr Vorschläge? So, warte, wir gehen jetzt hier. So. Ich mache einen Job klar für Chat. TK-Pizza, ne, die habe ich schon ewig nicht mehr gegessen, Raymond. TK-Pizza ist bei mir erstmal ganz weit hinten. Habe ich keinen Bock drauf. Ich habe noch Reis zu Hause, ich habe noch Hackfleischbällchen zu Hause. Die Hackfleischbällchen, die sind hier richtig cool in Spanien. Das sind so 9 Stück in einer Packung, die so wie so eine Art Frikadelle. Frikadellen, die sind richtig gut. Die kann man auf jeden Fall gut essen, die haben auf jeden Fall einen geilen Geschmack. So ganz teuer, kosten 2,39 oder so. Schmeckt so lecker. Das schmeckt so lecker. Ich habe gerade eine Mücke hier an meinem Arm gehabt. So, wo sind wir denn hier? Okay, hier. Malaga ist schön, ja. Malaga macht Bock. Malaga ist eine schöne Stadt, ja. Also Malaga selber. Aber auch nur das Malaga, ne? Alles, was drumherum ist, ist gar nicht mehr so schön. Seht ihr gleich auch selber. Na, hier, Malaga Centro ist auf jeden Fall top. Aber alles, was so ein bisschen außerhalb ist, kannst du vergessen. Aber wir gehen jetzt nochmal letztes Mal hier runter. Hier. Letztes Mal. So. Fleischrolle Spezial, ja, gibt es hier glaube ich nicht. Also ich weiß ja nicht, ob es hier eine deutsche Bude gibt. Das kann ich dir nicht sagen. Habe ich ja nicht gesehen hier. Ich habe noch keine deutsche Bude. Es gibt bestimmt hier irgendwie so einen deutschen Bäcker oder sowas. Es gibt aber bestimmt hier irgendwo eine Pommesbude. Aber Fleischrolle, Currywurst, habe ich noch nicht gesehen. Ich war da schon, ja, ja. Da waren wir schon, wo Picasso geboren wurde. Mal, wir wiederholen sowieso immer vieles. Ja, wir gehen hier, wir besuchen vieles doppelt, ne? Weil ja viele immer neu kommen, viele neu auf dem Channel sind. Ne, also, werden wir bestimmt nochmal hingehen. Bevor wir dann irgendwann ändern wir ja mal die Stadt, ne? Dann sind wir nur noch in Vélez, Malaga, vielleicht mal irgendwann nur noch in Nerja, weißt du? Und dann pendeln wir wieder zurück nach Torremolinos, dann wieder Malaga und dann wieder Torrox und so weiter, weil so pendeln wir auf jeden Fall hin und her. Ja.
So, das war jetzt das Schöne in Malaga. Ne? Jetzt gleich kommt wieder das bisschen außerhalb. All you can eat for 20 Euro. Oh, sounds good. Sounds like a plan. Wird Zeit, dass der CF mal hier runterkommt wieder, ne? Dass der CF New X mal sein Homeoffice hier fabriziert. Das wäre geil. Sergeant, was geht ab? Chevy, was geht? Willkommen im Stream. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Couscous. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Willkommen in Malaga City, mein Lieber. Wir sind gerade aus dem Zentrum raus. Wir bewegen uns jetzt gleich wieder so ein bisschen Richtung das reale Malaga. Das hier riecht so lecker, die Bude hier. Vulcano, das riecht so gut hier. Das riecht so lecker, da muss ich mir auch mal irgendwann was holen, ey. Muss, sehr schön. Sehr schön. Ich hoffe, die GoPro kommt noch klar mit dem Wackeln, weil langsam wird es ja wieder dunkel. Ja. Aber gut, schon was los hier, ne? Guck mal, ich zeig euch mal die erste Bude, wo ich mit CF gegessen habe. Oder versucht habe, mir was zu essen zu bestellen. Das war hier die erste Bude hier vorne, wo auch keiner sitzt jetzt. Trixit! Trixit unterstrich hat das Prime-Ticket im einen Monat gebucht. Willkommen in Spanien, dankeschön für deinen Urlaub. Dankeschön für dein Prime-Sub. Vielen Dank für deinen ersten Monat. Ich hoffe, dir geht's gut. Und dankeschön für deine Unterstützung. Grüße gehen raus! So, hier war der Laden, wo wir uns zuerst. Hier war der Laden, wo wir uns zuerst hinsetzen wollten. Ne, hier war das, hier. Und die hatten nur Paella, so zwei Töpfe, keine Ahnung was. Guck mal hier, vier Tapas, Kubo, keine Ahnung was, und sieben Cervezas. Kubo, sieben, oh, vier Tapas, 16 Euro. Oh, aber hier sitzt niemand, weißt du? Hier wollten wir letztens auch essen, aber die haben uns hier nichts angeboten. Ganz, ganz schwierig. Ganz, 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 ganz schwierig. Ja, so, jetzt. Langsam. Teatro Cervantes hier. Hier ist schon wieder die Polizei. Da vorne ist der Marktplatz. Da vorne. Wir müssen aber jetzt hier hoch. Und dann runtergehen. Wir gehen jetzt langsam in das reale Malaga. In das reale Malaga. Damit meine ich quasi so ein bisschen außerhalb der Schickimicki-Zone, so würde man so schön sagen. guck mal, Trixie auch gerade erst gefollowt und zoppt hier rein. Das ist auf jeden Fall ehrenhaft. Dankeschön auf jeden Fall. Und danke dir für deinen Follow vorhin. So. Aber heute ist richtig viel Polizei präsent. Ne? Also heute ist richtig hier. Richtig Action hier in der City. Also heute ist hier richtig die Lampe am Brennen. Oh weia. Oh oh. Was machen die? Ein Knöken. Oh, Falschparker. Falschparker hier. Schön Falschparker. Ja, das steht auf dem Fußgängerüberweg. Steht auf dem Fußgängerüberweg. Ja, selber schuld. Selber schuld. Der könnte jetzt auch ein Prime-Abo gebrauchen. Ich weiß gar nicht, was das hier kostet, falsch zu parken hier in Spanien. Ich will es auch gar nicht wissen. Ach ja, ihr Lieben. Hauptsache das Wetter ist noch schön. Aber die Wolken ziehen hier auf. Wir haben ein paar Wölkchen am Himmel gerade. So, und gleich seht ihr das wahre Malaga. Ne? Also das ist jetzt hier, ne, alles noch schön, der Boden hier noch toll. Ne? Und jetzt gleich kommt die Realität.
Oh Junge, hier, Kastenwagen. So, ich halte euch mal mit der Hand, da kann ich ein bisschen ruhiger halten. Hier ist eigentlich noch eine Burgerbude hier. Ah, der packt gerade die Tische raus. Ich wollte gerade sagen, ob der jetzt für immer zu hat. In der Saison ist der hier schon um 6 Uhr ist hier schon die Pommes los. Aber jetzt fängt er erst die Tische hier rauszustellen. Hier, Burger Paria. Ist eigentlich immer voll hier. Also zumindest in der Saison. Das Malaga, so wie ich das kenne. Jetzt fehlt eigentlich noch die Musik von Unfinished Sympathy, weißt du? Kennt ihr das Lied? Von Unfinished Sympathy. Du weißt, du bist, glaube ich, die Band. Ist der Chat noch da? Der Chat, den habe ich einfach zum Einschlafen gequatscht. Oder kann sein, dass meine App abgestürzt ist? Kann natürlich auch sein. So. Ah, noch da. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich wollte schon sagen, was denn hier passiert. Naja, ist gut. Alles wunderbar. So, hier ist jetzt das wahre Malaga hier. Das hier ist alles City. Und hier fängt jetzt mein Malaga an. Oh ja. Oh ja. Fragt mich auch gerade, hat 80 Zuschauer, niemand schreibt. Ja, alle zum Einschlafen gequatscht, glaube ich gerade. Sergeant Chevy. Ich hatte gerade, weißt du, Trixie subbt hier rein, followt erstmal und schreibt noch nicht mal irgendwas, so ja, hallo oder so. Auch ehrenhaft auf jeden Fall, Dankeschön. Und dann auf einmal, jetzt kommen sie aber alle raus. Guck, kleiner Panda. Der ein oder andere ist noch wach, okay. Ja, ich dachte mir gerade, die App wäre abgestürzt, weißt du? Kann ja auch sein, dass die App vom Handy hier gerade abgestürzt ist. Aber ich bin auch noch da, Leute, ich bin auch noch da. Ich bin da. Ach, Scheiße. Ich bin hier. Warte kurz. Ach, Scheiße. Ich muss mal kurz meine Hand hier tauschen, Alter, ey. Da fällt einem der Arm ab. Den einen oder anderen habe ich ja nicht im Tiefschlaf gequatscht, ne? Das ist schon mal sehr gut. Ich würde ja gerne morgen von zu Hause aus streamen, aber mein Internet zu Hause ist so scheiße, ey. Also, ich kann es nicht versprechen. Ich wollte eigentlich heute auch von zu Hause aus streamen, aber mit einem Upload von 4 Mbit ist das ein bisschen schwierig. Sonst hätte ich nämlich gerne zu Hause mal gestreamt, weißt du? Jetzt haben wir ja Wochenende, morgen. Oh Mann, ey, ist alles so traurig. Schön ein paar Cervezas getrunken auf dem Balkon. Aber nee, der Irrkopf muss wieder draußen rumlungern. Oh, jetzt muss ich auch noch niesen, Leute. Scheiße. Ja, Gesundheit, Dankeschön. Scheiße. Aber ihr wisst ja, hier gibt es jetzt nur noch das Lied Unfinished Sympathy hier. Weißt du, pass auf, warte mal. Ja. Mal nicht und lassen Irrkopf den Fehler suchen. Nein, alles gut. Ja, aber ich hab da Panik, ne? Ich denke mir direkt, irgendwas wäre hier kaputt. Bei mir läuft ja eh nichts rund. Bei mir läuft ja eh nichts rund. Ach, guck mal hier, der Wauzi. Oh, du bist ja süß. Du bist ja süß. Du bist süß. Süß. Liegt da Pfandflasche? Nee, du hast hier keinen Pfand, Richie. Das wäre krass, wenn hier Pfand wäre, Alter, du wärst so reich. Ich müsste dir nur da die Ecke zeigen, da hinter der Mauer. Da liegt so viel Plastik. Ne, also wenn du hier einen Aufräumstream machst, ne, und du sammelst den Scheiß hier ein, dann bist du bestimmt ein paar blaue Säcke, die hier hinterliegen. Pass auf, ich zeig dir mal. Ne, wenn du nur hier einen Aufräumstream machst und das hier
aufsammelt, dann weißt du Bescheid. Und hier geht's das gleiche nochmal weiter, ne? Hier. Guck mal hier, ey. Krass, ne? Von Chemie für irgendwelche Rohre. Da liegt alles, ey. Wenn du ein Aufräumsteam machst, bist du hier schon den ganzen Tag mit beschäftigt. Nee, nee, es gibt keine Pfandflaschen. Nein, nein. Also noch nicht. Wollen die irgendwann mal einführen, aber ich glaube, da vergehen noch Jahre. Finger ab, genau. Wenn wir das hinbekommen, das wäre doch mal was. Was meinst du denn? Aber wenn alle nichts schreiben, ja, das habt ihr ja gerade schon hinbekommen. Dann mach ich mir direkt schön Sorgen, Alter. Ich denke mir direkt, hä? Error abgestürzt? Die App abgestürzt? Aber guck mal, ich bin jetzt gleich eh zu Fuß. Ich bin jetzt gleich eh zu Hause. Die GoPro, die macht ja gleich hier schon wieder Faxen, ne? Umso dunkler es wird, umso mehr Probleme kriegen wir. That's the problem. Wenn es Hand gäbe, würden die Leute das auch nicht alles wegwerfen. Ja, und? Und was auch noch dazu kommt, Tio? Ich glaube, die würden selber alle sammeln hier, wie die Verrückten. Also die Konkurrenz ist da. Komm, wir gucken mal, was hier so eine Wäscherei, was hier so eine Wäsche kostet. Ein paar stehen hier keine Preise da. Lavada, Lavadora. 10 Kilo, 30 Minuten. Aber Lavadora ist bestimmt trocknen, oder? Ist das trocknen? Oh Junge, ist aber echt große. Ach, bezahlt. Mach direkt das Internetfaxen hier. Aber krass, Junge, 20 Kilo. Also hier kannst du wirklich die ganze Wäsche für den ganzen Monat hier reinballern. Das war waschen, okay? Raus da, Junge, ja, hab grad gesehen. Hab grad gesehen, hier direkt weg da, weg da. So. Ich sag ja, du kannst nur draußen rumlungern, ne? Furchtbar. Nächstes Ziel, neues Equipment, Leute. Damit der Scheiß hier nicht mehr so ist. Nicht mehr so ist, wie es ist. Kannst du dir vorstellen, ich mache Essensausliefern, Alter, und bin nur damit beschäftigt, die GoPro wieder ins Laufen zu bringen. Das wäre ja Katastrophe. Wenn ich ja nur damit beschäftigt wäre, die GoPro wieder zum Laufen zu bekommen. Kriegen alle kaltes Essen. Ernsthaft, ja, das ist... aber hier gibt es auch keine Strohhalme mehr, pardon. Hier gibt es leider auch keine Strohhalme mehr. Hier gibt es auch... Du hast ja so viel Plastikmüll, aber Strohhalme haben sie tatsächlich auch abgeschafft. Es gibt auch nur noch Papierstrohhalme hier in Spanien. Ist, glaube ich, EU-weit. Kann man sich nicht ausdenken, ne? Und hier ist alles in Plastik. Also wirklich, wenn du einkaufst, ne? Du merkst hier richtig, dass du hier mehr Plastik hast als in Deutschland, ne? Egal welche Verpackung oder so. Das ist echt übel. Wenn du dir so ein Sixpack, ne? So ein Sixpack Cola holst oder Bier. Da ist Plastik drum und um das Plastik ist auch nochmal Plastik. Also doppelt eingeplastikt. Heute war alles wunderschön. Heute war alles gut. Hast du schon vergessen, genau. Nee, heute war alles gut. Heute war alles gut. So. Heute war alles wundervoll. Echt krass, ne? Also warte mal. Ja, wir sind schon 3 Stunden 10. Ist die Kamera auf Sendung. Kein Be Right Back. Das kommt immer auf den Tag an, glaube ich. Ob die Laune gut ist oder nicht. Fand es eben einmal, das wäre mal. Ja, das stimmt auch, ja. Das stimmt. Also Plastik ist hier wirklich Katastrophe. Plastikmüll generell hier in jedem Gebüsch, überall Plastik, ne? Das ist wirklich, auch am Strand siehst du das auch sehr oft, ne? Hast leider das Problem hier in Spanien, aber... Oder hier siehst du ja auch Masken liegen hier rum, ne? Also im Gebüsch,
wenn du hier im Gebüsch guckst, ne, siehst du. Das kann sein, weil wir gerade in dieser Wäscherei drin waren. Aber gerade in der Wäscherei drin waren. Oh, guck mal hier. Ist ja cool. Schön geputzt. Schönes Teil. Freut sich der Neffe. Bitte, ja, hab ich gemacht. Alles gut. Wunderbar Bild, wir haben ein wunderbar Bild. Junge, der hat auf, der Laden hier. Für die Uhrzeit eigentlich nicht normal. So. Warte mal ganz kurz, ich muss noch erstmal was checken hier. Ganz kurz was schauen, warte. Was? Oi. Ah, das ist geil. Das ist geil. Und nee, weil der normalerweise ganz blöde Uhrzeiten hatte. Früher, wo ich noch geraucht habe, ne? Der hatte immer von 9 Uhr auf, dann bis 12. Manchmal hat er auch um 1 Uhr schon erst zugemacht. Und dann mittags hat er manchmal gar nicht mehr auf nach 16, 17 Uhr. Ganz komisch. Das war echt ein bisschen unheimlich, der Laden. War ein bisschen komisch, der Laden. Von den Öffnungszeiten her, weißt du? Deshalb wundert mich, dass jetzt um 20 Uhr fast, dass der Laden noch auf ist. Ah, oh, Leute, ey. Leute. Ich bedanke mich für den geilen Stream. Ich bin wirklich fix und fertig heute, ey, mit Hundi. Guck mal hier, was das, guck mal, das ist einfach nur noch, okay, hart ist er nicht, aber einfach nur noch Knochen, ey. Ich verabscheue mich jetzt, ey, ich habe irgendwie Durst, ich habe gar nichts mehr getrunken hier. Aber ich weiß, wo ich euch jetzt hinschicke. Ihr Lieben, komisch, sehr komische Öffnungszeiten. Pass auf, wir gehen jetzt nach dem guten Bravestar. Du Armer, ja, trinken. Nee, ich bin echt fertig, ey, heute. Ich bin echt fertig mit den Nerven. Ich schicke euch jetzt zum Angeln. Wir haben ja eh gleich 20 Uhr. Also ich habe es ja fast geschafft. Ich bin eine halbe Stunde später dran. Ich bin morgen bestimmt wieder pünktlich um 16 Uhr, ihr Lieben. Ich bedanke mich für alles heute, ja. Für die ganzen Subs, die heute wieder reingefloppen sind hier. Die ganzen Gifted-Subs. Die Bits. Die Follows im Hintergrund, ne. Die Resubs etc. Lasst ganz viel Liebe beim guten Bravestar da, das ist wirklich ein sehr guter Kumpel von mir. Und ich bin jetzt gleich erstmal nicht da, ich komme aber gleich nach, ich komme gleich mal so in 10 Minuten bin ich bei dem. Ich mache jetzt alles aus, ich wünsche euch einen schönen Abend, meine Lieben, ja. Ado, auch dir, ja. Hab euch lieb, macht keinen Unsinn. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder in alter Frische, ja. Um 16 Uhr, ich hoffe, dass ich pünktlich bin. Kuss geht raus, ihr Lieben, ja. Bis morgen. Tschüss und Dankeschön für alles. Kussi. Ciao.